Jeder kann tun und machen, was er will. Tja, hi Leute, willkommen hier wieder auf meinen Kanal. Heute nicht alleine. Mit Daniel Jeschke hier an meiner Seite, seines Zeichens Spieleautor, Designer, Kaffeetrinker. Kaffeetrinker, vor allen Dingen. Also als erstes Kaffeetrinker, dann und Designer, dann Spieleautor. Und Entertainer. Entertainer. Würde ich behaupten. Tischdecken, Blattstreicher, alles. Alles. Nee, also man kann ihn erkennen schon von meinem Kanal. Auf der Spiel habe ich dich besucht. Ja. Vorher kannten wir uns von Nemesis, beim Potti haben wir genau, gespielt. Genau, da haben wir gespielt. Zu dem Thema, ne, dass wir mal, wann kommt man mal zum Spielen? Beim Potti immer. Ja, genau. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann sage ich dann so, boah, das ist voll der wichtige Termin, ey, voll wichtig für mein Spiel, da muss ich Fresse zeigen. Da muss ich hin, da werde ich aufgenommen, komme ich ins Fernsehen. Und dann kann ich spielen. Fernsehen nicht, es reicht ja hier für meinen kleinen Kanal. Ja. Nicht mit der Reichweite, wie gewollt, sagen wir so. Ne? Also, ich soll irgendwann mal in den Fernsehbereich rein, aber nein. Ist doch alles. Halt mal. Nee. Vor allem soll es auch ein neues Format werden. Angelehnt an unsere Werwölfe von Düsterwald-Gruppe möchte ich das gerne das Teestübchen nennen. Mhm. Was ganz passend ist. Vor allem kann ich dabei auch, jetzt heute mal nicht, aber ansonsten kann ich dazu auch Gin trinken, weil Gin ist ja auch nichts anderes. Kaffee als auch okay fürs Teestübchen? Ja, das oder ist meinst du den Buchstaben-Tee? Nee, schon Tee. Okay. Tee trinken und weil dann könnt ihr auch Gin trinken, weil es ist ja auch nichts anderes als Kräuter in so aufgelöst eben so. Ne? Okay, ja. Ja, deswegen ja, klar. Ist voll das Hipster-Getränk inzwischen, habe ich gehört. Ne? Hipster-Getränk, weiß ich nicht. Ich finde das fancy. Fancy. Ja, also nice ist das. Oder manchmal auch broken. Ja. Hashtag Ginfluencer. Ja. Ginfluencer? Du musst ja, hier ohne Spaß. Ich hab, bei Instagram habe ich mal hier und da so die eine oder andere Flasche, so wenn ich was gesehen hatte, habe ich das direkt auch mit abfotografiert. Und ich habe von meinem Schwiegervater eine Geschenk gekriegt. Noch eine habe ich auch abfotografiert und auch direkt, was hinten drauf steht. Ne? Immer mit dem Hashtag Ginfluencer. Und mittlerweile sind auch so Leute, die wirklich Ginfluencer sind, ne? Die auch wirklich richtige Profi-Fotos machen. So, die folgen mir, weißt du, so, dann nehme ich mir so, was ist das jetzt? Geil, ja, hast du was denn? Klingt auch geil, Ginfluencer. Ja, das ist das erfunden? Nein, ich glaube nicht. Ich habe das irgendwoher gehört. Du sollst sagen, dass du das erfunden hast. Ich habe das erfunden. Also, wenn jemand versucht, da Rechte drauf zu erheben, erstmal bei mir melden, bitte. Ja. So, ja, wenn ich schon jemanden hier habe, der selber auch Spiele designt und erfindet und auch als Autor schreibt, hatten wir letztens ein Thema in verschiedenen Gruppen bei mir, vor allem beim Thema jetzt The Great Wall, was von Awakened Realms demnächst rauskommt. Also ist, ich glaube, die Kampagne ist schon abgeschlossen mittlerweile. Da ist die Frage, Minis oder Meeples? Weil das, also ich muss sagen, ich finde das gut, dass Awakened Realms das gemacht hat, dass man eben sich aussuchen kann, ob man eben alles mit Meeples, also Holz-Meeple nimmt, oder eben mit Minis. Und mit der ganzen Flut an Add-ons, die da immer noch dabei kommen, ja, und ja, da wurde das einfach preislich mit den Minis, ging das dann an die 200 Euro, sag ich mal. Ja. Ja, wenn man, da kommen dann natürlich nachher noch beim Pledge Manager nachher noch Deluxe-Sachen dazu. Solche Meeples. Ja. Minis. Nee, Meeples. Also, das ist immer geil. So, anstatt hier, da gibt es doch hier Death May Die oder so. Dieses, Cthulhu, dieses ja, Riesending. Ja, 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 da brauchst ja, du dann jetzt mal so ein Riesen-Meeple. So. Aus Massivholz. Ja, und dann aus irgendeinem so edlen Tropenholz, wo dann so ein Riesenschneise im Dschungel gemacht wurde. Dann hier, das ist aus einem Stück. Und dann kannst du auch Tutorials machen, wie das anmalt. So hier ist. Oh, aber dann so richtig mit so feinstem Lack. Ja klar, das hat dann keine Holzstruktur im Prinzip. Ne? Du musst du selber malen. Ja genau, oh super, auch nicht schlecht. Ja. Yeah, also jetzt bin ich wieder ein bisschen im Faden verloren, aber es macht nichts. So ist das. Ja, und so war das, so ist man eigentlich auf das Thema gekommen, Meeples oder Minis bei The Great Wall. Und wenn wir, ich bin nachher dazu übergegangen zu sagen, ich lasse die Minis weg und nehme Meeples, weil... Ich sag mal so, ich habe eh schon so viele Minis hier. Ja, ich bin mal bei Gloomhaven, man sieht das bei mir hier, die Spartacus-Figuren. Und irgendwann wird es auch einfach zu einer Last, alles zu bemalen. So, das kommt noch dazu. Und es ist ja nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt malen, ich habe keine Minis zu Hause, ich bin alter Tabletopper, also Warhammer, ich habe drei verschiedene Armeen, Freebooters Fate, ne, und wie man sieht, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt keinen Spaß am Malen hätte, ja. Und Du bist dann auch als Kind so in so an dieser
dieser Outlets gegangen und hast Warhammer gespielt? Als Kind gar nicht. Ich bin relativ spät erst dazugekommen. Ja, die machen das ja so, kriegst du, wenn sie jung sind, wie so Drogen. Also, komm, mein Kleiner, möchtest du nicht reinkommen? Wir haben Plastikfiguren. Nee, gar nicht, ehrlich. Ich glaube, ich bin als Jugendlicher bin ich in Oberhausen in diesem kleinen, es ist ja nicht mal so ein richtiger Verkaufsladen, so ein Warhammer Store, sondern es ist einfach nur so ein, wie so eine kleine Schrankwand, wo sie einen Tisch davor gesetzt haben, wo man dann so Tests spielen kann. In dem Zentrum-Ding? Ja, genau. Okay. So, also jeder, der im Zentrum war und in Oberhausen und kennt diesen Warhammer Store, der weiß, wovon ich rede. Auch, das ist auch, wenn du die Verkäufer, also die Store-Manager, die Ladenleiter, wenn du mal fragst, ja, wenn du Store-Manager werden willst, du wirst immer erstmal da eingesetzt. So. Das ist einfach nur zum Rekrutieren. Wird dann geguckt, wie viele Leute kannst du süchtig machen. So, und dann kannst du Store-Manager werden. Ja. Und erstmal auf Street-Level. Ja, genau. Also, und ich fand das auch schon ganz interessant. Ja. Aber da war ich Jugendlicher und dann sehe ich die ganzen Schablonen und so. Und ich dachte mir so, ja, du bist eh nicht so gut in der Schule, lass das mal sein, so wenn du da schon mit Schablonen rumrechnen musst, so, nee, das ist nichts für mich, sieht aber cool aus. Ja, und dann irgendwann mit Anfang 20 oder so, dann bin ich da erst ins Thema reingekommen. Deswegen sehe ich das auch eventuell ein bisschen anders, also sehe ich das auch wirklich als ein Hobby an und nicht irgendwie, ja, ich habe mal als Kind mal gemacht und ich bin jetzt da. Weißt du, das, weiß nicht, kann ich da reingrätschen? Interessantes Ding, nämlich klar. Vor vielen, 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 vielen Jahren, keine Ahnung, 15 oder so, haben wir natürlich Battletech gespielt und so ein Zeug. Ja, ja. Und dann waren wir irgendwie auf einer Suche nach einem neuen Spielsystem. Und dann standen wir in einem Fantasy-Shop in Dortmund, in einem kleinen Laden. Entschuldigt mich bitte alle, die mich kennen, aber wirklich ein kleiner, siffiger, dunkler Laden. So sahen sie aus. Es ist also nicht so wie in Gütersloh, so ein schönes, helles Ding, sondern so kleine, wie so eine Klischee-Muckibude, ja? Wo du reinkommst und das Testosteron gibt dir schon links und rechts eins auf die Nase, nur dass es eben halt Jungfräulichkeit ist. Ja, genau so. Die haben ja alle keinen Sex. Ja, auf jeden Fall dann halt durchgekommen, dann gab es die große Entscheidung. Ich fand dann halt diese Illustrationen geil. Ne? Ja, klar. Weißt du, da steht dann so ein martialischer Space Marine, ein Ork mit dem Kopf drin und schlägt auf andere Horde oder Orks ein. Fand ich irgendwie voll geil. Und dann, aber ich wusste gar nicht, was Tabletop ist, ne? Dass man das so, wie ist das Prinzip, Modelleisenbahn zum Spielen. Mhm. Aber der Typ hat dann, das ist ein Tabletop. Und dann habe ich mir das andere angeguckt, das war Cyberpunk. Cyberpunk 2020, was komplett anderes, ne? Ich freu mich schon drauf, weil ich werde, sobald nämlich Cyberpunk 2077 rauskommt für den PC, werde ich es nämlich wahrscheinlich schon auch dann Let's Play, Upload und ja, so weiter. Werde ich mal gucken. Also ich freue mich sehr auf Cyberpunk. Kann ich gleich noch eine Story über Cyberpunk erzählen? Ach, gerne. Wir haben Zeit. Und ja, und ich und mein Freund Sascha, wir standen dann da. Übrigens auch der mir jetzt inzwischen wieder hilft, meine Spiele auf der Messe zu verticken und im Background ganz viel hilft und arbeitet. Stand dann da, was nehmen wir denn? Nehmen wir jetzt hier martialisches Orkeschlachte mit Weltraumknarren oder Cyberpunk? Und dann irgendwann kommt dann halt der Ladenbesitzer und dann, ja, also wenn du was Anständiges, Erwachsenes wollt, auch Kinnbart und so, ne? Dann das ist von jemandem, der wahrscheinlich so gerade auch mal Mitte 20 ist. Ja, ja, klar, aber das ist also noch bei Mutter. Früher wollte ich auch so einen Laden haben, ey, das war mein Job, ey. Scheiß was hier auf Astronaut und Feuerwehrmann. Ich wollte so einen bekackten Laden haben. Und ja, auf jeden Fall, der sagt, ja, wenn ihr was Erwachsenes wollt, dann nehmt das Cyberpunk. Und dann mal durchgeguckt, das ist auf Englisch. Oh, das kriegt ihr doch schon hin mit eurem Englisch. Ja, haben wir das Cyberpunk. Und so bin ich letztendlich so parallelweltmäßig an dieser Entscheidung vorbeigekommen, in Warhammer einzusteigen, sondern bin dann in die Rollenspielsparte rein. Und da habe dann Cyberpunk gespielt. So, daher hatte ich da nie irgendwie Kontakte. Später mal auch so Miniaturenspiele angefangen. Aber ich bin mir sicher, irgendwo gibt es ein Paralleluniversum, wo die Entscheidung anders ist. Und dann würde ich hier stehen mit den ganzen Miniaturen und die alle bemalt haben. So habe ich früher meine Mechs bemalt oder sowas. Bin komplett dran vorbeigegangen. Ja, wobei, ich finde ja bei den Mechs von MechWarrior, die waren ja gar nicht mal so groß. Hm. So, und ich fand, also ich persönlich, ich habe die selber nicht bemalt, weil ich das Spiel selber nicht gespielt habe. Ich finde, sowas ist oft schwieriger zu bemalen, weil das sind viele glatte Flächen und da muss man dann wirklich auch gucken, dass man, also wenn man es vernünftig machen möchte. Meine waren alles schwarz. Ah, okay, gut, ja. So, dann willst du zumindest weiß machen und dann einmal Wash drüber, damit das zumindest eine Farbe hat. Wusste ich nicht. Das egal. Es gibt einen Grund hier. Ja, ja, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, waren die Farben auch echt grausam. Wir hatten ja nichts. Nee, da war es wirklich so. Also, der Cousin meiner Frau zum Beispiel, der hatte auch als Kind wirklich angefangen, so als das so gerade so die ersten Sachen auf Deutsch kamen, hatte er angefangen
Und er sagte, oh nee, das ist ganz schlimm, wenn man sich die Sachen anguckt. Und man sieht das einfach, die Farbe ist viel zu dick aufgetragen, weil die Farben einfach scheiße waren zu den Zeiten. Es war wirklich so, du musstest die so unendlich runterdünnen, dass man die vernünftig auftragen kann, aber dann haben die nicht mehr gedeckt. So. Und irgendwann verlierst du einfach dann die Geduld. So, ja, mit Geduld hatte ich eh nicht dafür. Nee, mittlerweile kannst du wirklich, also bei Metallfarben kannst du mit dem Pinsel direkt in den Topf gehen und drauf und dann ist schon gut. Ja, ich muss das nochmal probieren. Das wir können ja mal so ein, vielleicht willst du mal eine Nostalgie-Episode machen. Jeder holt dann seine Jugendsachen mit. Ich könnte tatsächlich noch ein paar alte Miniaturen mitbringen. Ja, ich muss sagen, wie gesagt, Jugend, ich habe ja in der Jugend gar nicht gemacht. Ich habe aber so ein Nostalgie-Ding schon gemacht. Und zwar, ich meine, das hat 2011 Dread Fleet, habe ich mal vorgestellt. Hier. Auch Warhammer mit den Schiffen und so. Ich weiß nicht, ob das Video das kenne ich tatsächlich. Ja, und ich sag mal, das war schon Nostalgie, glaube ich, für die heutige Zeit, wo alles so, der nächste Kickstarter, der in 2 Jahren, ja, jetzt sind alle schon geil auf Frosthaven. Die überlegen ja jetzt schon, ob die noch Gloomhaven noch überhaupt noch fertig kriegen, bevor dieses Jahr startet noch der Kickstarter und dann wird es irgendwann nächstes Jahr erstmal rauskommen. Und die Leute sind jetzt schon am Schwitzen, ob sie es noch schaffen, jetzt Gloomhaven durchzuspielen. So, ich würde sagen, wenn man will, dann schafft man es aber auch. Krass, solche Probleme möchte ich haben. Ja, Hammer, ne? Ja, echt. So, auf jeden Fall mit den Meeples und... Genau, zurück zum Thema, sorry. Na, mach nichts. Ich möchte auch den Leuten hier Freilauf geben, ne? Jeder kann machen und... jeder kann tun und machen, was er will. Ich glaube, der Kaffee hat gekickt, ne? Und... Die Sache ist einfach eine Preisfrage und zweitens, ist es denn wirklich immer auch ein Mehrwert für das Spiel? Das ist wirklich... Ja. Also ich finde das ganz spannend. Also wenn ich Meeples höre, denke ich natürlich an Carcassonne. Ja. So, und das möchte ich natürlich jetzt nicht in so einem Setting haben, wie ein Sci-Fi-Setting, Fantasy-Setting. Irgendwie passt da nicht rein. Ja. So, das bei The Great Wall ist es ja so ein Fantasy-Setting um die chinesische Mauer herum und es ist schon, man muss schon sagen, das sieht cool aus, weil die chinesische Mauer ja auch so als 3D-Modell dahingestellt wird. Ne? Dass man dann Miniaturen oben drauf schreiben kann, Meeples, hat schon dann einen besseren Look. Wenn dann die, wir hatten eben drüber über die Maßstäbe gesprochen, wenn die passen. Ja, genau. Also ein wichtiges Ding jetzt von wegen Meeples und Miniaturen. Ne? Natürlich letztendlich ein gutes Spiel kann man durch Meeples nicht kaputt machen. Auch das stimmt. Durch das Miniaturen besser machen. Mich stört es, das ist jetzt so mein persönliches Ding, wenn die Miniaturen nicht zu dem Maßstab passen. Also wir haben ja darüber gesprochen, wenn ich einen Dungeon Crawler spiele, dann entspricht halt dieser Gang ungefähr auch dem gleichen Maßstab der Miniaturen. Dann will ich da durchgehen und das im Prinzip spielen. Ne? Also nach Regeln, das könnten wir jetzt auch, keine Ahnung, Lego-Figuren da hinstellen und sagen, oh komm, wir gehen mal hier lang. Das finde ich cool. Bei zum Beispiel Fireteam Zero. Da ist es halt so, dass die erste Quest oder die erste Mission so beginnt, dass man da in so einem Waldgebiet kämpft und die Miniaturen passen einfach nicht zu dem Waldgebiet. Das hat mich total gestört. Also, weil der Wald kleiner oder größer war? Als kleiner, das war halt so. So eine Karte, keine Ahnung, ja, wie Google Maps oder so. Und du bewegst dich dann von einem Waldgebiet zum nächsten, aber mit deiner Maßstabssache. Ne? Das passt halt gar nicht zusammen. Die Häuser waren dann so klein und du bewegst dann halt deine Miniatur. Also die Figur war schon dreimal größer als das Haus. Ja, ganz genau. So wie früher bei Age of Empires. Ja, da hat sich aber nicht gestört, oder? Das hat mich voll gestört. Bei Command & Conquer hat mich das total gestört, dass aus dieser kleinen Fabrik so ein Soldat rauskommt. Diese Mammutpanzer war, glaube ich, teilweise sogar größer als die Fabrik selber. Ja, ey, Leute. Könnt ihr mich nicht vorher fragen, einfach mal, ob das okay ist. Ja, auf jeden Fall... das hat mich gestört, es ist dennoch ein gutes Spiel und macht Spaß. Aber ich finde, in solchen Situationen, wo der Maßstab total völlig egal ist, da sind Meeples, Holzmarker, Chips, völlig egal, weil das ist ja dann sozusagen ein sehr abstraktes Ding. Ja, es wird wohl so ein strategisches Worker Placement werden. So, jetzt, okay, bei Worker Placement finde ich das, also auch selbst bei Strategiespiel, wenn ich jetzt an Rising Sun zum Beispiel denke, die Miniaturen sind wunderschön gestaltet und alles, aber. Noch schlimmer, hab ich ja eben gar nicht erzählt. Die Figuren selber, die einzelnen Einheiten, die sind wunderschön gestaltet schon. Ja, mit Flügeln und weiß was ich was für schönsten Schwertern und so. Aber es gibt noch Kreaturen, die man auch sich als Söldner, sag ich mal, kaufen kann. Ja. Und die sind nochmal eine Nummer, also die haben wirklich so eine Base und sind dann auch wirklich ausgefüllt. Die sind so groß. Die sind wirklich so groß wie das Land dann selber. Ja, so, und teilweise sind die schrottig, die Dinger. Die sind so teilweise gar nichts. Das sind vielleicht drei, vier Stück, die wirklich richtig, die immer sind.
So, und dann denke ich mir so, also sorry, da funktioniert das Spiel auch, wobei es gibt einen, diesen Turtle-Clan, der hat keine normalen Gebäude, sondern hat wirklich so eine Schildkröte, wo das Gebäude hinten auf dem Panzer draufsteht. Ja. So, und das sind wirklich die einzigen, die auch das Gebäude verlegen können. So, und da macht das noch Sinn, da sieht das noch cool aus. Alles andere finde ich einfach überzogen. Da hätte man wirklich auch, meiner Meinung nach, Holzmiepel nehmen können. Das hätte keinen Abbruch getan. Und es wäre wesentlich günstiger wahrscheinlich. Obwohl, ich glaube, bei Cool Mini or Not, das war gar nicht mehr so teuer nachher. Ja. Also ich meine, es ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Leute, die denn Miniaturen geil finden, wollen überall Miniaturen haben. Ich finde Miniaturen auch geil, aber irgendwann ist es auch dann Übermaß. Ja. Ne? Aber so mit den Meeples wäre für mich völlig okay, wenn es halt ein gewisses Level, ein Spiel ist ja immer eine Abstraktion, aber ein gewisses Level der Abstraktion erreicht hat, so dass ich damit okay bin, dass dieses Holzding jetzt etwas repräsentiert, was ich nicht im Detail sehen muss. Sobald der Maßstab so nah ist zwischen Miniatur und Karte, dann hätte ich schon gerne Miniaturen. Das gefällt mir besser, um mich da so rein zu versetzen und mir das anzugucken. Ja, aber würde denn der Preis, würdest du den dann auch unbedingt rechtfertigen? Boah, ja. Also, Moment. Das muss man an der Stelle sagen, wenn man jetzt, wenn man für den normalen Brettspieler, ja, der jetzt zu Hause eventuell so 2-3 Dinger im Schrank hat, so, und denkt so, oh, jetzt habe ich mal wieder Lust, dieses Jahr mir ein Brettspiel zu kaufen, so, ne? Ja. Ob man dann sagt, okay, dann investiere ich die, weiß ich nicht, 150 bis 200 Euro und nimm eben das mit Miniaturen und beschäftige mich das ganze Jahr damit, die Miniaturen zu bemalen. Ja, oder wenn du einer bist, der eh schon so Dinger, so 3-4 solche Klopper im Schrank hat und sagt, okay, jetzt nochmal den Preis dafür aufzulegen. Ne? Ja, hast du völlig recht. Ich meine, letztendlich ist es immer eine individuelle Entscheidung, ob ich den Kram kaufen möchte oder nicht. Jetzt so ein allgemeines Urteil darüber zu machen, ja, kann man jetzt mal machen auf so einem Kanal. Ja, aber würdest du jetzt, du aus persönlicher Meinung, würdest du sagen, dass den Preis, würdest du jetzt Miniaturen holen? Tatsächlich käme es auf das Spiel selber an. Also wenn es jetzt ein Dungeon Crawler wäre, dann finde ich da Minis völlig okay, damit ich eine visuelle Repräsentation, also na, zu dem, was da in der Geschichte die Spiele passiert. Ja, du hast den Maßstab ja gesehen. Die Figuren waren ja fast größer als die Mauer selber, also vom Maßstab. Also in dem Fall überhaupt nicht. In dem Fall reichen Holzplättchen, Meeples und so weiter. Und die Meeples sehen ja schon ziemlich cool aus. Das sind ja dann halt die Reliefe und wir sprechen ja nicht von Carcassonne-Figuren. Ne? Das sieht manchmal echt immer. Ich werde die auch einblenden zwischendurch, mal gucken, wie ich die, oder über mein Gesicht, weil als ich Ameisen-Videos gemacht habe, haben die gesagt, die Leute, mach mal mehr Bilder, damit das von deinem Gesicht ablenkt. Kann ich verstehen, aber ist okay. Ich finde auch, dass diese Holzmeeples, man sieht, dass das ein Bogenschütze ist und ich finde. Ja, die Information reicht dann völlig. Ja, oder dass das eben, okay, ich muss echt gestehen, die Kanonen sehen gegenüber den Minis echt beschissen aus, das muss ich mal wirklich sagen. Aber so, wo hat man denn so ausgefeilte Holzmiepel? Also mir fällt jetzt auch nichts ein. Also vor allem, wenn diese Meeples komplett anders aussehen als dieser Standard-Meeple, ist das völlig okay. Sieht immer irgendwie nach geliehenem Material aus. So, ich würde ja auch keine Mensch ärgern, nicht die Figuren irgendwie in ein anderes Spiel reinstellen, obwohl sie gleich funktionieren. Aber es sieht immer so aus, als ob das aus einem anderen Spiel kommt. Und in dem Fall ist es ja gar nicht so. Die sind ja komplett auch spannend, wie die das wohl, mit welchen Werkzeugen die diese Reliefs schneiden. Und kommt ja wahrscheinlich von so einer langen Stange und dann wird das wie Käse in Scheiben geschnitten, dass die Meeples da abfallen. Da spricht jetzt der Kenner und Autor. Ja, ich habe da natürlich auch noch eine kleine andere Perspektive. Ne? Dann geht es ja dann natürlich auch immer um Geld. Dann möchte ich so viel Geld da reinstecken in so Miniaturen oder Holzmeeples. Und ich habe ja schon mal auf anderen Kanälen erzählt, ich habe ja auch zu meinem Spiel versucht, Miniaturen erstellen zu lassen. Das kostet halt ein riesen Geld, das dann überhaupt zu erstellen. Und da ich jetzt weiß, wie teuer das ist, bin ich da auch manchmal bei dem Material echt so ein bisschen zurückhaltend geworden. Sagt, ja, ist völlig okay. Stanleys sind super. Wenn ich ein Bild habe, dann sieht das so aus wie ein Held und das ist cool gemalt. Dann nehme ich einen Stanley dazu. Meeples sind auch okay. Da fällt mir Tsukiyomi ein. Ja, super. Ey, ich finde wirklich, also ich finde das super, dass da jetzt Minis kommen sollen. Ich weiß gar nicht, ist das schon durch das Thema? Ich weiß gar nicht, ich habe da gar nicht mehr danach geguckt, weil ich habe gehört, es soll Kickstarter für Minis laufen. Habe aber gedacht, so, nee. Ist das ein separates Spiel, das mit den Minis? Das sollen einfach Minis für das Spiel kommen. Ich glaube, du konntest das Spiel nochmal komplett backen. Ja. Dann aber dann zusätzlich mit Aufpreis für Minis.
Okay. So, ich weiß nicht, ob das jetzt schon durch ist oder sowas. Ich habe das nicht beobachtet, echt. Also irgendwann ist der Info-Overflow da. Ja, ja, natürlich. Ja. Und deswegen, ich auch gar keine... Ich wollte die Minis gar nicht haben, weil ich finde einfach, ja, du wirklich an Felix und alle, die da beteiligt waren, wirklich ein super grandioses Kompliment. Das Artwork von diesen Standees, das passt einfach so gut in das Spiel selber, dass ich gar keine Mini da reinsetzen würde. Ja. Die Mini könnte für mich gar nicht so comichaft aussehen, dass ich sagen würde, okay, dass die jetzt in das Spiel passt, dass das richtig geil wird. Ja, und das ist für mich dann natürlich auch nochmal ein ganz Ding, das ist ja dann ein Autorenspiel. Auch das Artwork ist vom Autor gemacht. Ne? Und dann ist das aus einem Guss. Ne? Also das ist super. Und dann Mini herzustellen, ist höchstwahrscheinlich dann nicht 1:1 die Arbeit des Autors. Soweit ich weiß, du hast die, glaube ich, sogar auch kennengelernt. Die machen irgendwie professionell 3D-Druck. Die waren auch bei Benny, beim Nemesis dabei. Was ich auch mit denen unterhalten. Und das sind die Jungs, die auch für den Felix mit zusammenarbeiten und das wohl gemacht haben. Ja, okay. Also, wie gesagt, wie jetzt da der Status ist, da weiß ich leider nichts Genaues drüber. Was ich sagen wollte, ich finde es einfach geil, wenn die Person, die sich das Spiel ausgedacht hat, auch das Artwork komplett gemacht hat. So, dann ja, ich glaube, er hat... Ich weiß gar nicht, wie der... Zeichnet der nicht das Comic selber? Nein, ich weiß gar nicht. Das ist irgendwie so ein Workflow. Vielleicht glaube ich auch Scheiße. Nee, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher. Ich bin in dem Workflow da gar nicht so involviert. Aber er hat ja auch noch Leute, mit denen er auch die Romane dazu mittlerweile schreibt. Ja, das ist ja ein Riesending. Ich meinte jetzt auch, als ich das damals kennengelernt habe, den ersten Kickstarter, fand ich halt die Illustration, habe mich voll abgeholt. Fand ich super cool. Und dann meine ich gelesen zu haben, ihr könnt ja Kommentare zuschmeißen, wenn das falsch ist, dass dann halt der Felix auch die Illustration macht. Und das fand ich sehr beeindruckend, da ich das ähnlich auch machen wollte. Mhm. So, das finde ich halt sau cool. Und wenn eine Minis dazu kommen, ist es ja jemand anders, der das wahrscheinlich auch macht. So, ist es. Boah, würde ich dem Felix jetzt nicht unbedingt zutrauen. Ich würde sagen, dass er es selber... Aber gut, okay. Ich behaupte es jetzt. Kann er ja mal sagen. Ja, genau, der kann sich ja selber melden. Der Benny kann dem Felix sagen, guck dir mal das Video an, die reden über dich. Yay! So machen wir das. Hits, Views, alles. Ja, genau. Nee, aber die Sache ist einfach, wenn ich diese Minis habe, ich muss jetzt sagen, diese Holz-Meeples vor allem, wenn ich an Champions of Midgard denke, da gibt es auch diese normalen Holz-Meeples, die auch wirklich aussehen wie dieses klassische Icon, was auch manche Leute in ihrem Logo haben, dieses Holz-Meeple-Ding. Der Carcassonne-Meeple. Ja, genau den. So, und dann gab es nochmal extra so ein Upgrade-Teil dafür. Ja. Und dann haben die so Hörner auf. So. Ja. So, und ich sag jetzt, das macht das Spiel aber nicht schlechter. Nö. Also, das würde mir auch nichts bringen, wenn ich jetzt bei so einem Worker-Placement, natürlich ist es kein Wikinger, aber wenn ich jetzt so einen Teil dahinstelle als Worker-Placement, denke ich so, boah, jetzt reißt der alles und dann nimmst du dir so ein Plättchen um Geld oder so. Weißt du, das ist. Ja, das ist die Wertigkeit dahinter. Wobei, ich muss sagen, bei. Anachrony, da macht das zum Beispiel aber Sinn. Da ist das richtig geil gemacht. Da passt das auch einfach, das ist wirklich in dem Spiel integriert. Ich weiß nicht, ob du Anachrony mal gespielt hattest. Ich bin so ein beschissener Channel-Gast, ne, weil ich die ganzen Spiele eigentlich. Ja, das mache ich. Ich kenne ja auch nicht alles. Ich sitze immer daneben und ja, krasses Spiel. Also, das macht dir überhaupt nichts, weil ich kenne ja auch nicht alles. Ich rede ja auch nur von den Sachen, die ich kenne, weißt du? Ja, es ist halt. Ich versuche halt immer in meinem eigenen Projekt. Ja, aber das ist ja richtig. Und spiele gerne Spiele. Ne? Und ich stehe auch im Spieleladen und denke so, oh geil, ey, das will ich alles spielen und so. Aber ich bin da manchmal selten so in dem Thema drin, dass du hier so Name-Dropping machen kannst. Das ist so bei dem und so. Ne? Und so, ich sehe sich auch so cool. Ja, aber beim Digger-Talk oder so, dann reden sie alle, war das nicht bei dem? Und dann ist man dann, zum Spiel, steht das hier irgendwo im Laden? Achso, beim Pod-Talk meinst du? Ah ja, das ist schon mein Megatalk auch. Das schneiden wir raus, das schneiden wir raus. Kork, beim Pod-Talk. Ja, aber Benni, ey, lass doch einen Schnappatmen. Ja, ich mach so. Das war beim Pod-Talk. Ich stand mich dann so daneben und dachte, wo war das denn? Ich glaube, es war am Wolpertinger. Wolpertinger, genau. Und dann gucke ich dann immer ins Regal und sehe das Spiel so, ach ja, ach so, das Thema. Nee, also nochmal zurück zu Anachrony. Das ist auch ein Worker Placement. Und zwar hast du so eine eigene Basis, wo du eben deine so Grundaktionen eben mit deinen Mitarbeitern ausführen kannst. Mhm. Es gibt aber auch Aktionen, die du auf dem Feld ausführen kannst. Dafür brauchst du aber ein Exosuit.
Aha. So, und dann musst du halt deinen Arbeiter nehmen und in diesen Exosuit reinstecken. Ja. So, und es gibt da wirklich so ein Upgrade eben, so eine kleine Erweiterung, wo sie wirklich dann für jede Fraktion, ich meine, das sind 4 oder 5, gibt es halt dann wirklich so einen kleinen Exosuit aus Kunststoff, ja, wo du dann wirklich das Pappteil einfach oben reinsteckst und dann stellst du ihn dahin. Da finde ich, ist das richtig gut gemacht. Mhm. So, ich meine, es ist zwar auch jetzt nicht unbedingt wichtig für das Spiel, aber das ist wirklich da so eine Aufwertung. Und da muss man sagen, das sind jetzt, ich meine, das sind 4x4 oder sowas, Figürchen. So, das ist auch wieder mal eine andere Nummer. Da kann man vielleicht, ich weiß den Preis nicht, ne, aber das ist immer noch eine andere Nummer. Als ich jetzt 80 Euro für All-In bei The Great Wall reingehe, mit Meeples. Oder ob ich nur das Grundspiel hole mit Minis und dann bist du noch bei 90 Euro. Bist du teurer, als wenn du All-In Meeples gehst? Kann ich total verstehen. Ich meine, diese All-In-Sache ist ja, ne, so, man will das ja alles haben. Ne? Das ist ja möglichst noch alles nochmal obendrauf. Bei mir stellt sich dann immer die Frage, spiele ich das überhaupt? Alles, ne? Ja, aber das ist eine ganz andere Sache. Ja, das ist eine andere Frage. Aber mit dem, ich glaube, jetzt aus der Autorensicht, jetzt Meeples oder Miniaturen, so ein bisschen auch, welchen Geschmack oder Geschmäckle will das dieses Spiel denn haben. Ne? Also ich denke immer, so Meeples sind so klassische Eurogame, deutsche Verlage, Kosmos und so weiter und so fort. Ne? Das entspricht natürlich auch einer gewissen Klientel und Interesse. Und da kann ich dann solche Holzdinger ganz gut verkaufen, weil es ja ein Stück weit optische Farbe ist und das Holz. Ja, ne? Ja, das geht auch wirklich wertvoll. Ja, ja, und das, ne, so aus Holz ist ja auch ganz schön. Ne? Also das ist ja, ja, es wirkt halt ganz anders. Das Spiel. Ich muss aber jetzt leider wirklich auch reingerätschen und deine Theorie komplett zerstören. Mach das kaputt. Mit die Sternfahrer von Katan. Das war früher schon alles nur Plastik und die neue Version auch komplett. Weil ich muss wissen, das ist neben Dreadfleet meines... Da hast du völlig recht, aber vielleicht, weil es auch schon Science-Fiction ist. Das ja, okay, ein das könnte auch sein. Nerdiger. Also für mich ist das so ein bisschen oldschool. So, wobei, war das normale Katan nicht auch... Nee, die Straßen waren aus Holz. Nee, alles Holz. Das kam später als Kunststoff nochmal raus. Ah, okay. Die erste war alles Holz. Ja, so alt bin ich ja nun auch nicht. Ja. Thomas, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nicht mal Miniaturen. Ja, und... ich finde, das ist so ein gewisses Kundensegment. Familienspiele, moderate Spieler, so. Und dann alles so ein bisschen mit so einem pseudo-historischen Effet dahinter. Und das ist dann halt mit Meeple. Und wenn es für mich jetzt aus meiner Perspektive so richtig in die Hardcore-Nerd-Ecke geht, dann kommen die Miniaturen dazu. Ne? So dann mehr Detail und mehr dazu. Und das sehe ich dann halt auch mal so für die Klientel. Also jetzt zum Beispiel so ein Raumschiff-Dingen oder Science-Fiction-Thema, das mit Holz-Meeples dahin zu stellen. Ja, gut. Und ich so, da ist irgendwie keine Korrelation zwischen dem, was ich darstellen möchte in dem Spiel, welche Geschichte ich erzähle und dem Material, was ich habe. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich am Anfang wollte. Korrelation zwischen Material und dem, was in dem Spiel passiert. Ja, das kommt manchmal aber auch einfach darauf an, wie es manchmal gestaltet ist. Ich habe jetzt zum Beispiel Tau Ceti hier gehabt, habe es gespielt, mit gemischten Gefühlen, aber das Material war wirklich sehr gut. Und das Schiff, mit dem man sich bewegt, das war, es sah so ein bisschen aus wie dieses Star Trek-Emblem. Ja. So, das aber als Holz und das fand ich ist jetzt, das ist weder schlecht aufgefallen auf dem Brett, noch ist es irgendwie untergegangen zu den anderen Sachen. So, es kann funktionieren, aber ich glaube noch, je nachdem, du als Autor und Designer hast da vielleicht auch nochmal einen anderen Blick dazu. Ja, also auch wieder immer Geschmackssache. Ich würde sagen, wenn ich mir ein Spiel aussuche und muss überlegen, welches Material ich dazu nehme. Natürlich, Minis sind toll. Inzwischen weiß ich, wie gesagt, Minis sind teuer, schwer zu produzieren, gerade als Privatperson ganz schwer irgendwie das zu stemmen. Dazwischen würde ich einfach Standees setzen. Standees haben eine hochdetaillierte Illustration. Man kann sehen, was es sein soll. Ja, man kann viele Details da reinsetzen. Es ist weiterhin funktionell wie ein Meeple. Ne? Einfach da hinstellen, zurückstellen. Und das ist irgendwie so ein Zwischending zwischen Miniatur und Meeple. Und Meeples würde ich tatsächlich nur nehmen, wenn es halt das Gleichgewicht zwischen dem, was ich darstelle, eine große Karte, da kann ich Holzchips hin und her schieben. Ich bin beim Gedanken immer gerade bei diesen Military-Spielen so. Ne? Man steht da vor so einem Tisch und schiebt das mit so einem Stock, so einem Chip weiter. Die Information, dieser Chip abgibt, ne? Eine Einheit mit dem Wert so und so, das reicht völlig. Da muss ich keine Panzer oder 1000
Soldaten haben, weil ich die gar nicht mehr darstellen kann. Wenn ich aber den Maßstab so vergrößere, dass ich dann halt in dem Haus bin, meinetwegen, wir bleiben mal meinetwegen beim Military-Spielen, wenn ich dann so ein Skirmish in einem Haus so habe, dann, ja, und ich gehe von Raum zu Raum oder bewege mich meterweise, dann finde ich, ja, dann kann ich auch wieder mehr Details reinsetzen. Dann kann ich eine Mini nehmen oder ein Standee. Und Minis haben ja natürlich den Vorteil, dass du klar die direktional sehen kannst. Hier weiß man immer, wo vorne ist. Jein, jein. Also ja, in dem Fall schon. Wenn ich jetzt aber... Das kannst du ja auch bei Standys machen. Ja, ja. Und natürlich bei Meeples auch. Aber es ist halt immer, welche Informationen kann ich auf einen Blick dem Ganzen entnehmen? Und ja, und Spiele sind dann letztendlich ja auch immer so ein bisschen Glimmer, ein bisschen schön sein, ein bisschen aussehen. Weil sonst könnte ich ja auch bei rein abstrakten Spielen wie Schach bleiben. Na, so ja, das Rumsetzen oder Mühle. Es ist ja weiter ein Spiel. Aber du möchtest natürlich irgendwie etwas, was passiert, klein machen, simplifizieren und dann irgendwie eine Story oder irgendwas durchspielen, sodass du dann halt so ein bisschen Elemente von Fantasie oder aus der rechten Welt vereinfachst und das nachspielen kannst. Und da muss man halt gucken, was man halt vereinfachen will und wie weit lohnt es sich, das zu vereinfachen. Das stimmt. Und der Chip ist sozusagen die totale Vereinfachung von einem Mini. Oder wir gehen ins Rollenspiel, da stellt man sich eh alles nur vor. Ja, wobei das ja auch mittlerweile, um zum Beispiel eine gewisse räumliche Darstellung bei Rollenspielen hinzukriegen, dass man ja auch eine Karte hinlegt mit Rechtecken und dann legt. Im billigsten Fall stellt man auch Meeple darauf, also richtig billige Meeple einfach nur zu zeigen. Das sind zum Beispiel gar nicht geht. Aber egal, ja, klar. Ja, wenn es gar nicht anders geht, dann bleibt es eben, weil ich würde dann auch eher Meeple hinstellen, selbst einfach nur eine Farbe, als wenn ich dann, ich sag mal, bis irgendein mega aufgerüsteter Bogenschütze mit Elfen und so weiter und du hast aber keine entsprechende Figur zu Hause und stellst einen Space Marine dahin. Das geht, das ist ein totaler Bruch. Ja, dann stelle ich lieber einen Meeple dahin. So, das ist immer die Frage. Ja, ja, okay. Oder du mischst auch noch dann andere Quellen miteinander. Du nimmst dir irgendwie aus Warhammer nimmst du den, dann nimmst du dir aus Freebooters Fate den und dann wird es auf einmal dann ganz cool und dann würde ich auch wieder auf Meeples sitzen. Ja, da hast du recht. Ja. So, aber das mit den Standys hast du auch recht, weil am besten finde ich dann noch den Mix eventuell, vor allem bei Rollenspielen. Mhm. Gloomhaven ist ein super Beispiel. Die ganzen Monster sind alles so Pub-Standys, aber dein Charakter, den du spielst, das ist so eine modellierte Figur, die du auch richtig schön anmalen kannst, wo du sagst, ey, guck mal, das ist meiner. Da hast du natürlich auch nochmal ein Ding, ne? Wenn ich was anmalen kann, dann wird das ja zu meinem. Ne? Dann kann ich mich ja richtig reinstürzen. Aber dann ist auch wieder das Verkaufen immer ein Problem. Ne? Wir müssen ja auch mal davon. Deswegen, das ist ja auch dieser All-In-Wahn, dass du alles haben willst. Mhm. Und selbst wenn du sagst, okay, ich finde das nicht gut, wenn ich das wieder verkaufe. Wenn du das aber alles angemalt hast, dann wird das mit dem Verkaufen wieder schwer. Dann ist es deins, sehr klar. Ich weiß nicht, ob jemand angemalte Miniaturen kauft. Ja, der Stefan so ganze Services auch, ne? Ja, es kommt auch an, wie die angemalt sind. Ne? Ja. Aber der Stefan Godot zum Beispiel, ich wollte den ganz günstig, habe ich dem Freebooters Fate verschafft. Ja. Wollte er nicht haben, weil er sagt, ich habe keine Zeit zum Anmalen. So, wer hätte dann eins gehabt, was schon fertig bemalt ist, damit er es nicht mehr machen muss? Ach so. Ansonsten hätte er es sich hingestellt. Ja. Also ich faule Sau. Ja, also ich finde, das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt, den ich vorher gar nicht bedacht habe. Das kam jetzt hier in so einem Gespräch. Wenn ich jetzt eine Miniatur habe, dann stecke ich da ein Stück von mir selber rein, indem ich das anmale und dann wird das zu meinen. Das kann man natürlich irgendwie mit Meeple machen. Ich kann auch selber was illustrieren und das ausschneiden auf eine Karte. Aber da bin ich nochmal so auf einer Ebene darüber. Und dann ist das meine Miniatur. Und das kommt ja letztendlich so aus dem Military-Spiel. Das sind die Zim-Miniaturen. Und dann aus dem Rollenspiel, dass du deinen Charakter anmalst. Ja, klar, also ich habe ihn ja nicht umsonst hier mit dem Rot und so weiter. Weißt, das hat ist ja schon beweglich? Ja, nee, der ist wirklich sogar beweglich. Der kannst den Oberkörper kannst du bis zu einem gewissen Maß drehen. Ja? Deswegen siehst du hier. Hast du diesen Schlitz und dann kannst du den teilweise. Und es macht natürlich einfacher, den zu transportieren, wenn der oben nicht fest ist. Ich könnte ihn festkleben, aber wozu? Ja, cool. Oder auch das Wappen hier drauf und so Geschichten. Also generell kann ich da echt keine globale Antwort. Ich kann nur Geschmack sagen, also Miniaturen oder Standys. Ja, wenn wir von Geschmack reden, dann brauchen wir, dann hat sich die Frage eher erledigt. Aber das ist ja der das ganze Thema an so YouTube-Kanälen und so weiter. Ja, wenn wir von Geschmack reden, da könntest du auch ein Spiel machen, da könntest du solche Figuren
in so groß überdetailliert hinstellen und darum herum ein Riesenspiel, ne, dann wäre das natürlich geschmacklich, wäre das natürlich super geil. Meinetwegen könntest du bei The Great Wall, könntest du auch die Mauer, die könnte so groß sein und so hoch wie der ganze Tisch sein. Ja, ja. Geschmacklich... Fände ich geil. Ja, geschmacklich ist ja gar keine Frage. Das war früher, jetzt, ne, sind wir wieder bei Nostalgie. So bei Battletech, habe ich mir es gab mal ein Battletech-Modell, die waren so groß. Ja, ja. Und dann dachte ich mir, boah, wäre das geil, ey. Wenn ich meine eigene Wohnung habe, dann mache ich mir ein Hexfeld-Teppich und dann spielen wir Battletech da drauf. Ja, aber dann ist man verheiratet und man hat gar keine eigene Wohnung, ne? Nee, das stimmt. Ich habe gedacht, jetzt kommt Protest aus dem Hintergrund, aber... Er ist beschäftigt, ja. Hört nicht zu. Besser ist das. Oder wenn man Kinder hat, dann macht das auch nicht. Ja, okay, das stimmt. Ja. Aber du hast jetzt selber, du bist auf Standy-Sets gegangen in deinem Spiel, ja, ne? Letztendlich war das aber ein rein ökonomischer Gedanke. Ich wollte ein Minis haben und bin dann darüber gestolpert, dass das eigentlich fürchterlich teuer ist. Und dass Produktion in solchen kleinen Auflagen, wie ich sie als One-Man-Show, als Autor, Illustrator, 3D-Designer und so weiter machen kann, ohne ich bin halt kein Millionär, hätte ich unendlich viel Geld, dann würde ich das einfach produzieren lassen. Nein, ja, würdest du es dann wirklich würdest du dir Mühe machen oder würdest du sagen, mach du mal? Oder? Ich glaube, ich würde das dann selber machen. Stell dir vor, du wärst finanziell unabhängig und konntest den Scheiß einfach so machen? Wäre cool. Ja, egal, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, dass das nicht machbar ist. Ne? War auch da total unwissend und ja, die 3D-Modelle, die ich gemacht habe, sind auch gar nicht irgendwie in diesem herkömmlichen Herstellungsverfahren machbar, weil da irgendwie Überhänge sind und so ein Zeug alles. Und dann habe ich halt überlegt, was passt denn dazwischen? Und auch dieser Gedanke war dann halt, ich möchte viel Detail haben, ich möchte mir das angucken, mich daran erfreuen, dass dieser Mech oder dieser Roboter cool aussieht und nicht einfach... jetzt, keine Ahnung, hier so ein Chip, das sind jetzt die harten Jungs, das sind die weniger harten Jungs, ja, und die schiebe ich hin und her. Vielleicht auf einer riesigen Maßstabsfläche wird das noch gehen. Eventuell muss ich dann nochmal dich leider etwas erröten lassen, wenn ich dich frage, ob du Too Many Bones schon mal gespielt hast. Oh, sicher, damals immer. Naja, egal. Ja. Auf jeden Fall, das spielt ja keine Rolle. Das ist das Spiel mit den vielen Knochen, ne? Ja, wobei eigentlich die Knochen kommen nur auf den Würfeln drauf. Aber es ist ja egal. Ja. Nein, das Material ist auch super, es sind super Würfel und so weiter. Und die dort werden die Charaktere und die Lebenspunkte alles mit so richtig edlen Pokerchips mit Eisenkern dargestellt. Ja. So, und das Spiel kostet auch, glaube ich, so um die 80 Euro oder sowas, weil einfach dieses Material sehr hochwertig ist. Mhm. Das sind aber gar keine Miniaturen, sondern das sind alles so mächtige Pokerchips und so weiter. So, und... Ich sag mal, das spielerisch ist das auch super gemacht und das tut jetzt keinen Abbruch, dass es keine Miniaturen sind. Ja. Ja? So, also Chips sind auch nicht unbedingt ein Nachteil. Ja, gut, okay, klar, sicher. Das fühlt sich dann gut an. Ey, das macht natürlich das System natürlich Sinn, weil du stapelst die Lebenspunkte und obendrauf legst du deinen Typen drauf und wenn du gewürfelt hast und das ist ein Status, dann legst du einfach den Würfel oben drauf und dann weißt du, dass dieser diesen Status hat. Klar. Ja, aber jetzt hier zu den... Als ich mich dann für Karten-Standys, fürs Prototypen ist es so in Standy eh besser. Ne, was ist das denn für ein Spiel übrigens? Oh, was ist das denn für ein Spiel? Oh, Mann. Rein zufällig liegt es hier. Reset 86 heißt das Ganze. Es ist ein kooperatives Strategiespiel. Es geht darum, dass man in alternativen 80ern nach der Roboter-Apokalypse in Städte geht, versucht dann halt die von Robotern zu befreien, indem man die örtliche KI ausschaltet. Man spielt einen von vier Charakteren und bewegt sich dann halt durch diese Stadt, entdeckt neue Orte, deckt ihnen auf, wie mit diesen Polaroid-Karten. Gesund, ja. Genau. Die sind aber auch noch nett illustriert. Hier können wir gleich noch ein paar Fotos machen und die dann irgendwie nachher noch einblenden. Und Search 3. Achso, die werden dann verdeckt ausgelegt? Ja, also eigentlich hast du die auf dem Zugstapel und wenn du suchst, also in der Stadt, dann ziehst du die erste und legst die irgendwo hin. Wo die liegen, ist auch völlig egal, weil das Spiel ist so ein Semi-Board-Game. Ich habe da halt nur logische Orte, also getrennt voneinander, die stehen zusammen, die sind nicht zusammen. Achso, das ist jetzt nicht so, dass du, ich sag mal, wenn du von ja, du brauchst jetzt keine, du kannst die Karten natürlich auch alle so nebeneinander. Nee, die Frage wäre jetzt nur, wenn du an dem Ort bist und möchtest zu dem, dass du erstmal über den gehen musst. Nee, okay. Auf die Straße und dann so. In irgendeinen nächsten. Also daher ist das, ich weiß mal so, ich weiß gar nicht, ob man das dann erkennt. Ja, je nachdem, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall die Karten und dann hatte ich halt Standys. Im Prototypen ist natürlich auch Standys immer das Beste. Mhm.
Und hat natürlich auch ganz viel. Wobei, du hast aber auch ein paar Modelle dabei, ne? Genau, das war ganz, ganz von Anfang. Also ich mache das eigentlich so wilde Wolke. Wenn ich ein Spiel erfinde, dann habe ich... Wilde Wolke? Ja. Clusterfuck könnte man es auch nennen. wenn ich ein Spiel erfinde, habe ich irgendwie eine Idee von dem Spiel. Und das ist meistens ganz gut. Nee, aber nicht von der Mechanik. Ach so, also, ja, okay. Weißt du, ich denke mir dann, ey, ich habe einen Karton in der Hand und spricht mich dieser Karton an. Meistens fängt es mit einer Illustration an, ja, mit einer Spielidee und gar nicht der Mechanik. Und dann denke ich mir, ja, 80er wäre cool, Roboter wären cool. Und dann fange ich tatsächlich schon direkt mit dem 3D-Modell an. Mhm. Bevor irgendein Scheiß von der Mechanik überhaupt steht. Na, ja, sagst du, das würde ich wie Lego basteln, wenn genau. Wir als 3D... Also, gib mir mal kurz den obersten Roboter, ich wollte mal gucken. Ah, ich dachte jetzt ernsthaft, wenn man nach hinten guckt, weil das ist ja ein 3D-Modell. Ja. Ich finde das dann, es ist ein bisschen schade, dass man den immer noch von einer Seite sieht. Die Kleinen haben das, ne? Die haben eine Vorder- und Rückseite. Ah, okay. Bei dem habe ich das nicht gemacht. Okay. Weiß ich nicht, habe ich gemacht. Das wäre cool, wenn man den dann von der Rückseite oder so sehen kann. Das geht. Also das ist ja auch der Vorteil an einem 3D-Modell, dass ich die Perspektive dann schnell wechseln kann. Mhm. Also so gut bin ich im Zeichnen nicht, dass ich das einfach mal... Es gibt Leute, die können das so gut zeichnen, die machen das eben. Ich muss mir dann solche Krücken, die 3D-Modelle machen. Und... hatte die 3D-Modelle und dachte, wenn ich so ein 3D-Modell habe, dann kann das irgendjemand produzieren. Und wie teuer kann schon ein bisschen Plastik sein? Sehr teuer. Ja. Also das Plastik nicht, aber die Formen, die die Backe-Backe-Kuchen-Formen, die das dann in die Form pressen. Und natürlich auch die Leute, die an der Maschine stehen und das rausnehmen, abbrechen, eventuell auch zusammenkleben, sodass das dann auch funktioniert, das Ganze. Ja, und dann 3D-Modell gemacht und dann gucke ich mir das 3D-Modell an und das ist dann halt wie Lego-Spielen, so oh, cool und was macht das und wie. Und dann überlege ich, was könnte diese Figur dann in einem Spiel machen und so stricke ich das dann weiter. Dann brauche ich Orte, dann suche ich halt Orte, fotografiere die, entfremde die, ohne dass ich halt... Sind das auch ja, der Panzer, der steht jetzt nicht auf dem... Sieht aus wie ein Schulgebäude, kann das möglich sein? Ja, eigentlich ist das der Marktplatz in Dortmund. Ah, okay. Ja. Dann auch noch Lokalheld. Ja, genau. Aber hier, ne, keine Ahnung, die Mülltonne ist im Portugal-Urlaub, habe ich gesehen, war irgendwie die Beleuchtung cool, habe ich fotografiert und dann habe ich die da eingebaut. Aber der könnte wirklich so der Marktplatz so sein, auch der Panzer da drauf. Halt, ja, und das macht mir halt Spaß, ne? Alleine das dann halt so ein fiktionales Bild herzustellen. Ne? So jetzt hier alter Pott und hier, da steht ein Panzer, wie wird das denn aussehen? Die alte Videothek, wo ich hingegangen bin, habe ich dann genommen, entfremdet, da reingesetzt. Und bevor irgendwo ein Scheiß der Spielmechanik fertig war. Mhm. So, und deswegen meine ich wilde Wolke. Mache ich mal hier, mache ich mal da. Dann habe ich eine Idee zu einer Spielmechanik, gucke, ob die dazu passt. Und dann heißt es ja immer so bei kreativen Sachen, kill your darlings. Ne? Dann gibt es halt Sachen, die ich voll geil finde, aber irgendwann sagen musste, ja, habe ich jetzt 30 Stunden Arbeit reingesteckt? Passt aber nicht, muss weg. Sicherlich nicht effizient. Ich glaube auch, dass die Menschen, die Spiele professionell machen, richtig viel Arsch damit machen, da anders rangehen. Ja, okay. Aber so macht es mir halt am meisten Spaß. Und dann halt das mit den Miniaturen habe ich festgestellt, dass es nicht geht. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich dann halt Roboter habe und ja, 100 verschiedene Roboter kann ich mit Karten machen. Das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum bei Gloomhaven keine Minis dabei sind, weil es so viele Monster gibt. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht. Also das sind ja so schon irgendwie an die 30 verschiedene Monster und dann davon bräuchtest du dann nochmal teilweise 4 bis 10 Stück. Genau, das ist halt letztendlich klar. Der Karton ist schon 10 Kilo schwer, ne? Ja, genau. Deswegen, aber das ist der Vorteil von Karten. Ne? Ich habe dann zum Beispiel eine Illustration und kann dann mit einem Icon da oben sagen, das ist jetzt hier ein Prototyp, der macht irgendwas anderes. Mhm. Und das hat mir dann ziemlich gut gefallen, mich auch darüber hinweggetröstet, dass ich keine Mini-Hass habe, dass ich dann halt mich hinsetzen kann und hier zum Beispiel, das ist halt das gleiche 3D-Modell, dieser Arbeitsroboter, so dieser gelbliche. Und dann habe ich das gleiche Modell nochmal variiert mit dem Raketenwerfer auf dem Rücken. Und das ist die Militärvariante. So, kann ich noch 1000 andere Varianten. Wie bei Alien, ne? Diese gelben Arbeitsroboter, die da rumlaufen, diese Exosuits, die sind ja auch das gleiche Grundmodell, wo nachher Flammenwerfer, Raketenwerfer und so weiter rangebaut wird. Und dann ja, ganz genau. Und das ist halt cool. Das geht halt mit Minis erstmal so nicht so einfach. Aber das tut so gut, auch hier mal mit Nerds sich so austauschen zu können. Wenn ich alleine hier sitze und selber überlegen muss, was erzählt jetzt, da wäre ich noch niemals auf den Gedanken gekommen. Oder ich komme auf den Gedanken und ich erkläre irgendwas und dann sitze ich hier und erzähle so, ey, wie bei Aliens. So. Und dann weiß ich, wie kommst du auf das Thema, Junge? Kannst ja immer so ein Exzerpt rausreiten. Ja, übrigens an Minute 43 habe ich mir gedacht, Folgendes.
Ja, genau. Ja, und das und dann jetzt auch, dann sind wir auch bei der Spielmechanik. Zum Beispiel, klar, ich kann Miniaturen in einen Beutel packen. Ne? Und bei Nemesis Sites kann ich auch mal Name-Dropping machen. Da ziehst du ja die Chips raus und dann weißt du, welche Viecher kommen. Ne? Kannst du mit Miniatur natürlich irgendwie machen, aber hier zum Beispiel weißt du halt nicht, welcher Roboter als nächstes kommt. Klar, du siehst immer den obersten, man könnte jetzt auch von unten ziehen, dann weiß man gar nicht, was kommt. Und so kann ich dann tatsächlich auch die Gegnerreihenfolge mischen oder halt je nach Szenario auch vielleicht präparieren und sagen, hier ab da kommt ein richtig fieser. Und jetzt an der Stelle auch nochmal zum Thema Chips oder eben Karten. Bei Too Many Bones gibt es halt Chips und da musst du aber dann anfangen, Chips zu mischen. Und dann wird es aber auch schon wieder schwierig. Ah, okay. Poker-Chips mischen ist gar nicht so leicht. Nicht? Haben die keinen Beutel so zum Schütteln? Ja, ja, bestimmt. Du kannst ja Dinge einfach auf den Tisch schmeißen und dann irgendwie, ja, ne? Aber okay. Funktioniert alles. Ja. Also daher finde ich halt tatsächlich Stanleys jetzt auch so aus der Genese als Spielautor ziemlich cool. Und ich habe mich damals, als ich das erste Mal angefangen habe, darüber nachzudenken, ein eigenes Spiel zu machen und mich entschieden habe, Stanley zu haben, habe ich mich irre abgefreut, dass dann halt der Felix zum Beispiel auch Stanley in seinem Spiel hat. Ach so. Und dann dachte ich so, ja geil. Und ich glaube, der hat aber auch Massen an Einheiten. Ja, ich glaube, das waren auch diese Stanleys hier. Warte mal. Hier, wo ich dann letztes Mal gerätselt habe. Ach so. Ob das nicht irgendwie eine Zierleiste ist, die irgendwo reingeklemmt wird und in Stücke geschnitten wird. Also bei Gloomhaven sind die so ähnlich. Bei Tsukiyomi sind das so durchsichtige. Ja, inzwischen, okay. Mit so drei Schlitzen. Ich finde die aber semi-geil, weil es ist sehr schwierig, die da reinzufriemeln, ohne die Pappkarte dabei zu zerstören. Mhm. Aber jetzt muss ich dazu sagen, wenn die einmal drin sind, gibt es auch keinen Grund, die wieder rauszuziehen. Ja, klar. Bei Gloomhaven, da packst du die ja ständig wieder rein und raus. Ich meine, bei den ersten Prototyp-Fotos auf der Karte, ja, das waren diese Dinger, und das fand ich ganz elegant gelöst, da die Miniaturen auch genauso schmal sind wie der Stanley. Quatsch. Ich muss nämlich gestehen, dass das Spiel auch noch immer in meinem Schrank steht. Ja. Weil die sind unterschiedlich groß. Also es gibt so manche, die sind eben so kleine Drohnen, die sind... Ich meinte jetzt den Prototyp. Ach so. Das fand ich ganz elegant gelöst, dass das nur dieser Streifen war. Bei denen habe ich gar nicht verfolgt. Ja, ich hab da zu dem Zeitpunkt Nemesis gebacken mit All-In und so weiter. Und da wollte ich nicht nochmal die gleiche Summe an Geld für All-In zu Kiyomi reinpacken. Ja. Deswegen habe ich das mit dem Prototypen gar nicht verfolgt. Ich hatte nachher das Endprodukt, das habe ich hier. Ja, gut. Warum eigentlich 86? Weil du da, ich habe gehört, dass du da Geburtstag hast. Nee, 86. Und 86 sind 12, oder? Ja, du kannst natürlich 80er nehmen. Also irgendwas in der Mitte der 80er. 86 war natürlich historisch ein schweres Jahr mit Tschernobyl und so weiter und so fort. Und geht besser. Ah, okay. So, 87, klar, genau, 86 lässt sich besser sprechen. 89 ist schon zu nah. In den 90ern. Und na, Benny und ich sind ja strahlender Tschernobyl-Jahrgang 86. Ja. Das passt immer sehr gut. Ja, und es sollte halt in den 80ern sein. Das war eine bewusste Entscheidung. Ich natürlich war kurz danach, bevor ich die Idee hatte, so ein bisschen die 80er sehr hip. Ne? Dann kamen Stranger Things raus und so weiter und so fort. Ne? Aber für mich war es dann irgendwie wichtig, eine Welt zu finden oder zu erfinden, in denen Roboter dann eine Bedrohung sind. Natürlich denkt man sofort an Terminator, so ferne Zukunft. Ja. Aber überlegt, das war noch in den 80ern. Das war auch in den 80ern, ja. Terminator. Und das passte auch so in diesen Vibe, weil ich erinnere mich in meiner Kindheit daran, dass dann halt so Roboter so eine, naja, keine echte Bedrohung waren, aber Roboter wurden langsam real. So zum Beispiel in den Fabriken wurden Roboter eingesetzt und haben Arbeitsplätze weggenommen. Und das hat dann so eine gewisse Roboter-Paranoia so in den 80ern gemacht. Und außerdem, wenn man ein Spiel in der Vergangenheit setzt, kann man natürlich die Regeln der Kommunikation und der Technologien selber erfinden. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel das in der Jetztzeit gemacht hätte, ne? Ja, Hacking, wie soll das gehen? Warum muss ich zu so einem Roboter hingehen? Ich kann das doch mit einem Mobilfone machen. So. Oder, ne? Es war halt simpel. Ja, ich hack den mal mit meiner Hacking-App. Ja, genau, das wie auch bei Cyberpunk. Ne? Das konnte ich mir damals Anfang der 90er nicht vorstellen, wie das in so einem Rollenspiel Cyberpunk gehen soll, dass man von einem Ort irgendwo anders in die Matrix kommt. So, da braucht man dann ein Telefon und so. Ne? Ach so. Und einfachere Zeiten und daher auch irgendwie von der Story, die ich erzähle, gibt es einfachere Regeln. Ne? So. Deswegen fand ich die 70er und 80er Jahre auch ein bisschen spannender, das zu machen. Ja.
obwohl es auch Science Fiction ist. Ja, da sind wir. Und deswegen, als Autor will ich Stanleys immer nehmen. Stanleys. Ja, viel, viel Detail und günstiger funktionieren. So. Ja, ja, wobei das kommt dann manchmal darauf an, ob man die nicht mehr. Das stört mich ein bisschen an Gloomhaven, dass du manchmal gucken musst, weil du musst gucken, welche Zahl da drauf steht, an in welcher Initiativreihenfolge welcher dran ist. Achso. So, ja. Der eine sitzt jetzt hier, wir sitzen oft dann mit zwei Mann hier. Je nachdem, wie der jetzt rumsteht, ja, im Moment, wer ist das denn jetzt? Und steht noch einer davor. Das stimmt, natürlich, ja. Ein Sandy, ja, kannst du irgendwann noch von der schmalen Seite sehen. Aber ich sag mal so, wenn es eine Miniatur wäre, dann wüsstest du aber auch nicht, wann die dran wäre, weil dann kommt wieder das Problem, dass du dann irgendwie so einen Würfel auf die Base legen musst oder ja. So. Das ist dann auch mal ein bisschen blöd. Genau, aber ja, keine Ahnung. Letztendlich, das, was am meisten Informationen hätte, wäre Augmented Reality oder wir gehen zurück zum Computerspiel. Aber das machen wir absichtlich nicht, weil es ja irgendwie ein Brettspiel eine andere soziale und haptische ja. Qualität hat als ein Videospiel. Ja, das habe ich letztens gemerkt. Wir haben den Tabletop-Simulator bei Steam mal ausprobiert. Ja. Und also das bringt das Spiel super rüber. Also ich habe das Spiel verstanden und das ist auch super. Aber dann fehlt wirklich halt die Haptik. Ne? Also, ja, also, und das Miteinander. Ne? Sich da hinzusetzen, irgendwas aufzubauen. Ich habe das auch als Beta direkt runtergeladen, dachte ich, ja, voll geiles Zeug. Und dann gab es ja auch so halboffizielle Quellen, dass du alle möglichen Spiele runterladen konntest. Mhm. Guck mal, da X-Wing, haha, ohne 2000 Euro auszugeben. Alle ja. Miniaturen, ne? Und aber hat halt nicht das gleiche Flair so irgendwie. Ja, anders. Also man muss ja auch sagen, jetzt mittlerweile, wir sind aber auch so gut vernetzt. Du wohnst im Ruhrpott, ne? Wir sind hier im Rheinland und dann habe ich Leute, die kommen irgendwie aus der Eifel und so weiter. Und ja. Wenn du dann hängst mit den Leuten ständig irgendwie bei WhatsApp und tauscht dich aus und so was und denkst, oh, das ist ein super geiles Spiel und so weiter, würde ich gerne mal testen. Ja, ich habe das hier, aber ist immer schwierig, da mal eben kurz vorbeizukommen. Wenn man dann eben sagt, genau, da muss ich auch sagen, die Jungs hier von mir, die spielen mittlerweile dieses Arkham Horror LCG, spielen die mittlerweile irgendwie über Kamera und Handy und so weiter. Ne? So, ja. Das hast du ja auch vielleicht mitbekommen. Ja, das ist natürlich eine coole Idee. Das dann noch. Was? Oder selbst Ultra Quest, ja, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hattest, dieses kleine. Das Quest, was nochmal ein bisschen mehr ist als Super. Nein, aber egal. Das ist so ein ganz simples, lustiges Rollenspiel, wo man seine kleine Gruppe hat und so, aber das ist wirklich ganz simpel. Und als ich auf den Messen mal unterwegs war, so, ja, sagt der Typ, ich spiele das mit meiner Frau, wir haben Fernbeziehungen, die wohnt so gesehen in Berlin, der wohnt in Aachen, und dann spielen die das über Telefon. Die haben dann einfach nur dieses Buch vor sich, dann würfeln die, setzen die Figur dahin und dann lesen die den Text daneben vor, so. Das ist natürlich cool. Ich meine, das hat dann ja auch wieder eine haptische Komponente, nur dass du das Bild dann überträgst. Also so machen die Jungs das mit dem Arkham Horror-Ding auch. Das finde ich eine coole Idee. Denn mir geht es so, wenn ich jetzt am Tabletop-Simulator eine Session spiele mit irgendwelchen fremden Gesichtern oder sei es dann Freunde und ich spiele das, hat das sozusagen in meiner unmittelbaren Umgebung, also meiner Familie, nicht den gleichen Wert und die gleiche Verpflichtung wie ein Spiel. Zum Beispiel ein Videospiel, also irgendwas am Computer, das breche ich eher ab. Weil, was machst du denn heute Abend? Können wir nicht Netflix gucken? Können wir nicht, den Kleinen schreit? Oder, na, guck doch mal. Da bin ich eher dabei zu sagen, ja, Entschuldigung, ich muss abbrechen, chill. Ah, okay, ja? okay. Und sich zum Spieleabend zu treffen. Das liegt aber einfach nur daran, dass die Frauen so sozialere Wesen sind und keinen rausschmeißen wollen. Ne? Ja, aber ich meine, das kann ja sein. Das ist aber einfach die Verpflichtung, das ist wichtig. Wenn das keiner mitkriegt, dann können die assi sein. Dann können sie sagen, so, jetzt hörst du auf und kommst rüber. Ja, wenn jetzt aber Leute sind, dann können die keine Szene machen. Ja, aber ich fühle mich dann auch, ehrlich gesagt, eher verpflichtet. Also okay. Weißt du, sozusagen die Bindung, die Verpflichtung, die ich jetzt an andere Gamer würden das sicherlich anders sehen. Ne? Jetzt, deswegen habe ich früher bei irgendwelchen Clan Wars nicht mitgemacht. Okay. Es ist ein Videospiel. Ein Videospiel unterbreche ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive eher als jetzt ein laufender Brettspielabend, wo Menschen zu mir gekommen sind. Und das hat einen anderen Wert. Das ist ja auch ein Event, ne? Ja, genau. Und das hat ein Event. Also wenn du hier hinkommst, ist es ja auch, ich bin bisher jetzt hier wirklich eingeladen und dann haben wir gesagt, okay, wenn du schon da bist, dann machen wir ein Video draus, dann zocken wir was, dann machen wir was draus. Ne? Und jetzt sage ich nicht nur, weil, weiß ich nicht, weil jetzt meine Frau, nur Anführungszeichen, da würde ich jetzt nicht machen, aber wenn meine Frau jetzt Netflix gucken würde, dann würde ich sagen, komm, schmeiß den Typen raus, wir wollen Netflix gucken. So, ne? Das ist einfach so eine Sache, das macht doch keiner. Ja, genau. So, wobei ich jetzt aber sagen muss, beim Tabletop-Simulator kannst du aber auch zur Not auch speichern und dann
am nächsten Tag einfach weitermachen. Ja, aber das ist, ja, egal. Es war nur halt, warum ich das nicht mache, weil ich irgendwie so die soziale Verpflichtung da nicht so... Aber wir reden die ganze Zeit hier schon über Spiele und so weiter und ich habe noch ein kleines Spiel selber vorbereitet, wo du ein bisschen Angst hattest. Ich wusste nicht, dass du, ich meine, ich verstehe das, dass du so tief in deinem Projekt drin bist, so, dass du wenig noch nach außen guckst, so. Ja. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die sind, ich sag mal so, die sind in letzter Zeit aufgetaucht und die hat man schon mal gesehen. Ich will nicht sagen, dass das so schwierig ist. Ja, dafür bräuchte ich aber mal kurz den Laptop. Ende von euch. Redet noch eine Minute, dann kommen wir. Okay, wir müssen noch eine Minute reden. So, worüber sollen wir reden? Sollen wir über Brettspiele sprechen? Schon wieder. Nein, also ich bin etwas verwundert, dass du jetzt auch nicht beim Digger-Wochenende warst, muss ich sagen. Ich habe gedacht, du habe ich nicht geschafft. Also auch wieder Kids-Verpflichtung. Ich habe es geschafft, am Freitag mal tanzen zu gehen. Tanzen? Er war auf einem Rockkonzert und er sagte, er war tanzen. Nee, in einem Club. Ne? Ja, aber trotzdem. Ein bisschen, okay. Bisschen einen Stuhl über die Decke schmeißen. Abhotten, genau. Ne? Man hast du heutzutage so... Weiß ich nicht. Alter Sack. Nein, ich, also keine Ahnung. Es war zumindest keine Ü30-Party. Ja, du bist ja auch dabei, dann muss es ja schon weiter. Naja, ist schon Ü30. Nein, Spaß. Ja, was wollten wir eigentlich sagen? Weil wir wollten über Brettspiele reden, aber jetzt sind wir gerade... Ich war nicht beim Dicker-Wochen. Achso, ja. Ich auch nicht. Eigentlich hätte ich einen Spätig gehabt. Habe ich nicht geschafft und dann familiäre Verpflichtungen letztendlich. Na, so irgendwie... Ich habe es einfach nicht geschafft, mich da am Wochenende rauszunehmen mit Kids und so. Nö, ging nicht. Also ich muss jetzt sagen, das Spiel, was ich hier vorbereitet habe, was ich vorbereitet habe, sage ich schon, das stimmt gar nicht. Ich habe nur die Bilder rausgesucht. Meine wundervolle Frau hat die Bilder bearbeitet, sodass man halt den Namen nicht mehr sehen kann. Und zwar habe ich einfach ein paar Spiele, also die Cover von den Spielen genommen und habe dann, ja, vielen Dank. Und habe dann von meiner Frau einfach den Namen aus dem Spiel rausnehmen lassen, also aus dem Cover. Du hast halt geguckt, die Kamera läuft noch alles, ne? Ich professionell. Wir labern eine Stunde und es läuft gar nicht. Ja, das war so bitter, ne? Auf das Spiel. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hattest. Ich habe mit dem Benny und noch ein paar anderen Leuten am Anfang so einen kleinen Einspieler gemacht, wo wir halt gesprochen haben und so. Und irgendwie die Kamera ist, das Bild ist eingefroren. Das hat sie noch nie gemacht. Genau, das habe ich mitgekriegt, ja. Das war richtig bitter. Wir haben uns so aufgeregt. Das war ein super geiler Einspieler. Da musste ich da aus einem Podcast machen und habe einfach irgendwelche Bilder da reingehauen und so weiter. Ja. So. Das Spiel, wird das jetzt eingeblendet hier? Ja, das wird gleich eingeblendet, ja. Greenscreen. Ah, das kenne ich hier, der große Schlitz in der Wand. Nee, das ist Mountain of Madness? Nein. Ja, genau, der Berge des Wahnsinns, richtig. Hast du schon gespielt? Das ist ein richtig geiles Teil, finde ich. Nee, habe ich nicht. Wie so viele. Nee, aber fand ich ganz geil. Auf der Rückseite, pass auf, da sind wir wieder bei Illustrationsabturner, da ist ein Pinguin drauf. Das drehe ich um. Und denke so, was macht denn ein bekackter Pinguin da drauf? Das soll doch Mountain of Madness drauf. Ja, ja, irgendwie. Und dann Mountain of Madness. Und dann, was macht der blöde Pinguin, wenn man genau. Ja, und ist von Yellow, ne? Also ich meine, die sind ja eher kinderfreundlich. Deswegen taucht Cthulhu auch nicht direkt darauf. Ach so, ja. Aber fand ich cool und wäre sicherlich auch auf meiner Einkaufsliste, wenn ich nicht irgendwo erwachsen und vernünftig werden sein würde. Ich kann es gar nicht spielen. Aber verschenken würde ich. Ich weiß gar nicht, wie alt sind deine kurzen? 4 und knapp ein Jahr jetzt bald. Also mit der 4? Hier kann ich Mountain of Madness nicht spielen. Sicher? Ja, ganz sicher. Also wir sind gerade bei Uno für Kids angekommen. Ja, okay. Ich habe da keine Ahnung von dem Alter. Ganz im Ernst, ich würde es einfach mal testen, weil mit Zahlen wird die Zahlen und Farben, kommt die aber klar. Ja, deswegen sage ich ja Uno. Ja, aber das ist ja auch kaum was anderes. Aufmerksamkeit. Ne? Also ich meine, wenn ich den Millennium Falcon aus Lego mit ihr baue, ne, dann ist die schon total am Schwitzen, weil das so eine Aufmerksamkeit. Also ganz entspannt. Detective oder so? Ja, genau. Ja, boah! Ich sag doch, das ist... Ey, so, das hast du auch die Mainstream-Zeug hingelegt. Na, es geht. Es sind so ein paar Sachen, die... also so sehr gemischt habe ich das. Ja, das ist wirklich... Ich meine, Hardware, jetzt würdest du mich jetzt nach den Autoren fragen oder so. Ja, gut, okay. Das ist von... Ignacy Trithewish the Ripped. Ja, ich weiß auch nicht. Zu wenig Mitlaute. Also ja, viele ich muss sagen, wirklich, also aus dem europäischen Ostblock, da kommen ja momentan wirklich sehr, sehr coole Sachen. Ne? Auch Nemesis ist ja auch, das sind auch Polen. Ja, ich vermute, dass das auch ein bisschen was mit den obwohl die produzieren wahrscheinlich auch in China. Ne? Ja, aber die Sache ist wohl so, die
Polen und England, die sind wirtschaftlich sehr, nah, sehr stark miteinander vernetzt. Und viele, die in Polen wohnen, sind wirklich, die fliegen rüber nach England, arbeiten die Woche da und am Wochenende fliegen die wieder zurück. Okay. Weil das wirklich irgendwie so eine halbe Stunde oder so ist der Flug, ich weiß nicht. Also das ist, ja, das kommt. Ah ja, hier, das ist, Was für eine Welt heißt das? Das ist der Untertitel, ja. Spiel des Jahres 2009. Mhm. Also mittlerweile nicht mehr von Hans im Glück, sondern von Rio Grande Games. Ey. Das, ach hier, das ist hier, der Mann in der Kapuze, der auf der Ecke. Das ist Tom Hocker. Das ist der Deckbilder überhaupt. Der Dominion? Nein. Ja, doch, das Dominion. Das ist Dominion? Ja. Ja, oh, dann ist das Dominion. Ja. Ja, guck mal, Dominion. Klar. Hätte ich jetzt aber echt gedacht, dass du das auf dem Schirm hättest. Freunde von mir spielen das echt ständig und sind total... Ich finde es schön, aber weiß ich nicht. Also vor allem, ich glaube, wir haben auch mittlerweile das Grundspiel so tot gespielt, dass wir ganz genau wissen, welche Karten wer wem wegkauft. So, mittlerweile ist da so ein bisschen der Ofen einfach aus. So. Okay. So, deswegen. Ja, cool. Hey! Immerhin. Ja. Haben wir heute noch drüber gesprochen? Haben wir heute drüber gesprochen von Games Workshop? Das ist hier das Simulationsspiel mit den Seeungeheuern und den Schiffen. Ja, da hat man heute schon mindestens zwei Maßnahmen. Too many bones? Nein. Da sind Knochen drauf. Das ist von Games Workshop, da sind überall Knochen und Schiffe drauf. Ja, das ist dieses Worker-Placement-Spiel, wo du in verschiedenen Einkaufszentren Games-Workshop-Sachen drauf machst. Versteht Games-Workshop, das ist niemals ein Worker-Placement. Das ist Dreadfleet. Dreadfleet? Das ist Dreadfleet. Dreadfleet. Vorne ist die, ich bin das Gesetz. Ist die Helden... Nein, das war Judge Dread. Ach so, Entschuldigung. Aber der war auch cool. Nee, hier vorne ist die Heldenhammer drauf und so weiter. Das sind die Schiffe noch davon. Also, ja, tut mir leid. Nee, du musst... Ich finde das auch interessant. Ich hatte, als ich das Video davon gemacht hatte, sind auch wirklich Leute, die voll in der Szene drin sind. Ne? Ja. So... Ja, kenn ich ja wirklich gar nicht, was ist das denn? So, ne? Und mittlerweile kostet es auch wirklich sehr viel Geld, ne? Also ich habe, wie gesagt, ich habe dem Stefan Godot eins günstig angeboten. Also nicht von mir, von jemand anders, also, wenn ich will. Ja, das ist schon was schwieriger, aber es ist relativ. Oh, ja, ja. Das ist hier Abenteuer des Peitschenmanns. Warum klingen die Sachen bei dir alle nach Pornotiteln? Der große Scheiß, Abenteuer des Peitschenmanns. Der Mann mit der Kapuze. Ich bin mir sicher, das ist bei Hepsi. Nee, nicht bei Hepsi. Wie hieß die? Diese englische Serie. You really like breasts then? Steve! Breasts! Breasts! Warum hörst du in den Sachen, die ich höre, im Pornotitel? Ich weiß, ja, das könnte auch mir liegen. Nee, das ist hier so griechische Mythologie-Zeug. Ja, ne? genau, mit futuristischen, also mit richtig beschissen produzierten Minis. Ey, das klingt wie eine Pommesbude. Lords of Hellas? Ja, genau. Genau, ja. Und du sagst, du wüsstest hier nichts. Ja, cool. Pommesbude. Ja. Also ich habe die Minis ja gesehen, ey, das war eine Katastrophe. Ey, wirklich, also... Wie gesagt, die Minis waren teilweise so groß wie der hier, ne? Und das hat dann nicht wirklich, die saßen dann teilweise so. Und das war eine glatte Fläche. Das war nicht so, dass da irgendwie so eine Nut oder so eine Naht war oder sowas, sondern die saßen wirklich so. So, und die waren zum Zusammenstecken. Katastrophe, ey. Hat der Dicker sich zu Recht darüber aufgeregt. Ja, klar, das kenne ich. Das ist hier Mainstream-Spiel, ne? Das ist wirklich Mainstream, ja. Ja, das ist Nachfolger ist Obscurio. Obscurio kenne ich nicht. Mysterium. Ja, richtig. Ja. Von Libelit. Könnte eigentlich, ich dachte, der Verlag, der könnte auch eigentlich aus Köln sein, ne? So, man könnte ja echt mal so versuchen, wenn das jetzt komplett von Spielthemen vom Cover. Das ist das Spiel um Reifenpannen in der Nacht. Echt? Also ich dachte wirklich, als ich das erste Mal das Cover von Mysterium gesehen habe, dachte ich zuerst, das hätte irgendwas mit Cthulhu zu tun. Ja, das ist ja wohl auch stark mit Absicht. Es könnte natürlich auch eine Immobiliensimulation sein. So von wegen scheiß Gebäude gut verkaufen, weil guck dir das mal an, das bricht ja bald ab, ne? Achso, das könnte sein. Ja. Wie hieß das Spiel früher mit den Hotels? Hotel? Hieß das Hotel? Ja. Ach, okay. Gut, da haben wir das geklärt. Das habe ich. Sauschweres Spiel. Das ist geil, ne? Das ist totaler Stress. Also, ja,
Da gehe ich lieber arbeiten. Frag mal das Personal im Hintergrund, wie sie dieses Spiel findet. Ist das schön? Space Alert? Sieht das Cover aus? Space Alert. Ja, nicht so meins. Ja, total. Das war ganz schlimm. Wir haben das zu dritt gespielt. Nein, ich meine, zu dritt wird es ja immer noch mal eine Nummer schwieriger, weil irgendwie einer noch so einen Druiden dann spielen muss oder sowas. Ne? Das war irgendwie so einen Druiden, Androiden spielen muss. Das ist ja. Kräuter mich schon nebenbei, weißt du? Aber auf jeden Fall, ich war dann halt der Captain, ich war mal so der Erste, der angesagt hatte, so, wir machen das und das. Und dann ging das zu ihr und dann war ich die ganze Zeit immer in der Diskussion, dass der Dritte da hinten saß. Die Zeit war schon mittlerweile abgelaufen. Ja, okay, dann lege ich einfach. Ja, genau, so läuft es dann letztendlich auch total. Ich habe es, glaube ich, nur zweimal geschafft und ich stand dann immer vor der Erweiterung. Das ist doch geil, Erweiterung dazu, wie cool. Sag mal, habe ich es eigentlich schon mal an der zweiten Mission vorbei geschafft? Echt? Also wir hatten das mal wirklich, wir haben das wirklich mit voller Besetzung einmal gespielt. Wir hatten es von jemandem ausgeliehen. Ich meine, wir haben es wirklich bis zur vierten, fünften Mission geschafft. An einem Tag. Also das vielleicht spiele ich auch einfach nur mit Leuten. Nicht mit dir als Captain. Nee, ich war sogar ganz zum Schluss der Letzte und habe eben dann den Kram da noch organisiert. Und konnte aber dann dadurch, weil ich mich ja nicht auf das Legen konzentrieren musste, konnte ich mich dann auf die Gegner konzentrieren, die halt kommen und so. Und da konnte ich dann eben den Captain sagen, pass auf hier, nee, das macht keinen Sinn, weil da und da. Versuch das irgendwie anders. Boah, Hammer, ne? Das ist ja der Knaller. Spiel des Wissens. Weißt du, warum ich das rausgenommen habe? Weil ich so alt bin. Nein. Weißt du, was das Schlimme war? Das Ding, ich habe... Respekt übrigens hier für die Photoshop-Arbeit, ne? Hammer, oder? Das ist super. Bin ich professionell, ja. Ja. Das letzte vor allem. Du solltest das professionalisieren. Ist sie doch. Sie ist... Also sie hat jetzt ein Gewerbe angemeldet für vor allem Tierfotografie, also Pferde und Hunde. Ach so. Und dann bearbeitet sie natürlich auch. Ja. Kann ich ja unten mal den verlinken, falls es jemand interessiert. Ja. Also zumindest mache ich es öfters bei Instagram. Da tue ich öfters. Nee, bei Spiel des Wissens, das ist die Version, weil ich habe das Cover irgendwie, ich habe nach Spielen geguckt und hat es mir irgendwie aufgefallen. Und dann habe ich mal geguckt, ich habe das als Kind gespielt. Das heißt also, wenn ich es als Kind gespielt habe, muss ich ungefähr hätte lesen können. Ne? So ungefähr so 7, 8 Jahre hätte ich alt sein müssen. So, ich bin 86 geboren. Ne? Wenn man, also muss das so. Da war das schon raus. Ja, ich sag dir gleich, wann das raus war. Ah. Weil da muss das ja Anfang, Mitte der 90er gewesen sein, als ich das gespielt habe. Ja. Das Scheißteil ist von 1984. Das passt so. Ich hatte das ja, ich in meiner Grundschulzeit gespielt. So, und jetzt muss man sich vorstellen, wenn das Spiel 1984 rausgekommen ist, waren die Fragen schon nicht mehr aktuell, die da drin waren. Und ich habe das Mitte der 90er gespielt. Und dann kommen irgendwie, selbst Fragen von Cartoons oder sowas, da gab es, glaube ich, die Looney Tunes oder so noch nicht mal. Ja. Ja. Da wurde noch gefragt, auf welches Schiff ist Mickey Mouse gefahren, weil es diesen Dampfer, weißt du. Solche Fragen kamen da. Das war krass. Ja, aber ey, ich wollte das Spiel immer spielen, weil das ein Science-Fiction-Thema hat. So, ich als kleiner Nerd, ey, 80er Jahre, totales Wasteland. Also ich meine, Star Wars gerade im Abklingen, wenn du noch Info Miniaturen bekommen hast, war das okay. Aber sonst, wenn du dich für Raumschiffe interessiert hast... Star Trek? Nee, ganz älter. Ja, stimmt. Das war ganz schön. Ey, meine Kindergärtnerin konnten kein Space Shuttle erkennen. So siehst du mal... Die du gezeichnet hast. Nee, ich habe ein Modell mitgebracht. Ach, okay. Du bist ein Flugzeug? Nein! Natürlich. Ja. Sie hatten gekriegt, das ist ein Zeug, das fliegt, aber egal. Ich muss sagen, also ich habe. Das Spiel fand ich uns scheiße, ich fand das Science-Fiction-Thema halt cool. Ja, das war so eines der Spiele, die wir irgendwie so zu Hause hatten. Ich meine, in dem Alter hast du selber keine Spiele gekauft, so. Ja. So, also zumindest mit 7, 8, so, weißt du. Da ging es aber langsam los mit Nintendo und so weiter, ne? Das hast du jetzt überall gesehen. Es ist schwierig wahrscheinlich. Aber das ist von Dungeons & Dragons, ist das, ne? Wusste ich ja nicht mal. Ne? Ich habe das war im Milan-Kalender war das drin. Deswegen hat jeder. Und wenn du mal in die Gruppe da reinguckst. Ich erinnere mich, das ist ein Spiel, was für 2 bis 4 Spieler ist und Alter 14 plus. Ne? Denk einfach an die Gruppe, wo eben die 5 Neuzugänge. Jeder hat das da reingestellt. Echt? Ist das hier? Ach, das ist hier Schulterpolster-Simulator, ne? Und Haarefärber. Grimmige Haarefärber. The Witcher ist das! The Witcher! Das sind alles The Witcher! Nein, die haben alle lange Ohren, das sind Elfen. Das kann nicht der Witcher sein. Elfen-Witcher. Das ist Trekkie Witcher, das Spiel. Nein, nicht ganz. Tyrann der Unterwelt oder Unterreichs. Tyrann des Unterreichs ist das. Ich hab das extra ausgearbeitet, weil es momentan bei Facebook. Stimmt, du hast eine Facebook-Pause, hast du gesagt, ne? Ja, ich habe Pressebuch, habe ich nicht rausgehalten. Wirklich gut, wo stand denn der Titel? Da oben rechts? Da oben rechts. Ups. Machen. Touchscreen, geiles Ding. Ja, geil, ne? Ah. Hier oben rechts, also ne, Applaus nochmal hier an meine Frau.
Cool. Ich glaube, das nächste Bild ist es, glaube ich, da war es dann nicht mehr machbar, das rauszuholen. Also, das habe ich voll gut gemacht. Ja, es war nicht mehr machbar. Ich habe auch noch zu ihr gesagt, ihr geht einfach mit einer Radiergummi rüber. Selbst wenn da einfach nur ein schwarzer Fleck ist, ist es egal. Also, die macht sich da richtig Mühe. Beim nächsten Spiel war es wirklich einfach nicht mehr möglich, weil die ganzen Scherben, die da zusammenlaufen, das ist dann einfach nicht mehr möglich. Ja, das ist hier Winter der Toten natürlich. Ja, Winter der Toten. Ja, klar. Das ist ein totales Streitspiel. Echt? Also ich weiß nicht. Das war, da wurde mir schon mit der Trennung gedroht am Ende. Ernsthaft? Ja. Yeah. Also ihr spielt das richtig, richtig, richtig intensiv auch alles? Ja, mit Dingen schmeißen und alles. Ah, also keine Ahnung, ich kann dem nicht viel abnehmen. Und auch Standys. Stimmt, Standys bei Winter der Toten. Ja. Wo wir... Ach stimmt, da können wir mal ganz kurz, ich glaube das war's, ne? Können wir mal ganz kurz durchgehen, um nochmal beim Thema zu bleiben, dann wären wir aber auch fertig. Ja. Wie gesagt, Winter der Toten, Standys, Tyrannen des Unterreichs, Minis größtenteils meine ich, also aber zumindest sehr stilisiert. Standys. Ich meine, das waren Standys. Nein, das sind so kegelförmige Dinger. Das war's. Ja, ich meine, da war irgendwie Standys so bei Raumschiff angedacht. Minis. Ja, stilisiert, ne? Ja, so Plastikdinger halt, ne? Ja, aber ich sag mal so, wenn ich von Minis rede, dann ne? Okay. Dann rede ich. Etwas, was man bemalen möchte. Ja. Kann man da die Grenze ziehen? Ja, da würde ich echt die Grenze ziehen. Also, weil ich sag mal so, bei Twilight Imperium zum Beispiel, das sind ja auch Minis. Ja, in der aktuellen, ich habe noch die Pappcounter-Version. Ah, okay. Und ich habe für 100 Mark Pappe gekauft. Ja, gut. Ja, aber ne, wenn du wieder so anfängst, ne, bezahlst du auch das Design, ne? Ja, okay, das sind Karten, weil es beim Mysterium sind halt nur Karten, da ist sowieso nichts. Minis, aber sehr beschissene Minis, das zählt deswegen gar nicht bei Lords of Hellas. Okay. Aber das ist Müll, wirklich. Okay. Also ich sag, das ist Müll, das ist ein Haufen Klumpatsch. Echt, ganz schlimm. Lords of Hellas. Minis, klar, bei Red Fleet, ne, sind ja auch richtig, sind nicht nur Minis, das sind Modelle. Okay. Ja, ne, also Minions sind wieder Karten. Ja gut, gar nichts bei Zeug. Da gibt es keine. Nee. Stecker oder so, ne? Ja, kann sein. Weiß ich mehr bei. Oh ja, auch nicht. Ja, gut. Ich würde sagen, dann sind wir durch und dann überlegen wir auch. Boah, ich habe das gut abgeschüttelt. Ja, ich dachte echt, ich jetzt hier... Karten, ne? Was hast du hier? Eins, zwei? Das habe ich nicht gewusst hier. Ja, Dominion war es, was... Ja, du als du Deckbilder gesagt hast. Ja, okay, ja, stimmt. Ich das war ein ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... 8! Ja. 8 von 10. Ich bin ja voll im Thema dran. Dann kann ich doch wieder mitquatschen. Ja, siehst du mal. Ja, korrekt. Ja, man muss ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, Aufbruch zum roten Planeten. Sagt dir das was? Ja, das ist das Spiel, wo man zum roten Planeten aufbricht. Ne? Nee, aber wirklich, das ist so ein Ding, das hätte ich im Leben, hätte ich es selber nicht gekannt, wenn es nicht einer mal zum neuesten Brettspieltreffen mitgebracht hätte. Okay. Zufällig. Ganz kurz, Area Control Game. Ohne Vorstellung alle, sagt ihr das vielleicht was? Wo man am Anfang so eine Rolle aussucht. Ja, ich habe das in den Titel kommen bekannt vor. Ja, okay. Man sucht sich am Anfang wirklich so eine Art Rolle aus, die dann halt was Spezielles kann, aber je nachdem, wie gut oder schlecht die Rolle ist, ist die aber auch später an der Reihe dran. So, und dann setzt man, wenn man dann mit seiner Figur an der Reihe ist, setzt man eben seine Figürchen in so einer Rakete, mit der man dann eben auf dem roten Planeten eben landet und dann ist das auf dem Planeten selber ein Area Control Game. Okay. So. Jetzt kann aber das passieren, dass du irgendeinen Saboteur hast, der irgendeine Rakete in die Luft jagt. So, wenn du jetzt aber vorher sagst, okay, ich packe die ganze Rakete voll mit meinen Minis, so dass der Spinner jagt natürlich die Rakete in die Luft. Das ist ein ganz ekelhaftes Spiel. Das hat, dann noch Area Control, dann, also ich gewinne da gar nicht. Das ist cool, aber das kann ich vergessen. So, ich würde sagen, an der Stelle, ja, geil. Suchen wir uns was zu zocken. Macht. Danke, dass du da warst und noch bist. Ne? Ich hoffe, du bleibst auch noch ein bisschen. Ja, ein bisschen geil. Ja, alles klar, super. Ja, dann danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja. Ganz kurz. Das geht auch dann wieder auf Kickstarter. Ja, auf der Switch hat leider nicht gezündet. Das tut mir das wirklich kommen, ehrlich leid. Also, das war auch ein Grund, warum ich ihn einladen wollte, weil es bringt. Ja, nein. Nicht als Einladung. Nein, nicht deswegen, sondern ich finde das auch mal ein bisschen so, wenn Leute eingeladen werden irgendwo, die. Kein Erfolg. Nee, die halt bei Kickstarter so ein mega super Fantasy Brawl, da wurde der Autor ja auch überall eingeladen, was ich ja verstehen kann, weil das Ding ja auch super gezündet hat und das Ding promotet wird. So, aber die anderen Leute gehen ja nicht, die sind ja nicht weg, ne? Ja. So, und das Projekt ist ja auch nicht weg. So. Nee, das kommt wieder, also ich hab's jetzt auch nicht dabei. Aber hier, Ronin of the Reach werde ich in den nächsten Monaten nochmal einen Relaunch machen. Ah, okay.
Es nochmal versuchen. Ich versuche ein bisschen am Preis zu drehen, aber das ist tatsächlich das, was ich da nehmen musste, war das Geld, was es kostet. Also da bin ich irgendwie, wenn es durchgegangen wäre, wäre ich da irgendwie mit ein paar Euros plus rausgegangen. Vielleicht kann man das noch besser machen. Ich habe Kontakt aufgenommen zu anderen Produzenten und guck mal, ob ich es ein bisschen günstiger machen kann, ein bisschen attraktiver. Und ich hoffe einfach, dass es auch an meinem Launchtermin stand, also weil ich auf der Messe parallel gegangen bin. Und ja. Dann noch jemand anders, der hat eine viel größere Nummer gestartet, der musste auch abschalten, der war auch musste auch am gleichen Tag. Ja, da war ein Projekt, kann ich mich sogar erinnern, das hieß irgendwie Avist. Und das war, also die Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben, an Avist, die haben auch schon für die Videospiele Age of Empires und Doom und weil, also die hatten Ahnung von Spiele machen, ne? Und die hatten Ahnung von Mechanik, die hatten Ahnung von Design. Und das war auch ein super geiles Teil. Man konnte das kompetitiv, semi-kompetitiv, kooperativ, ich weiß nicht, hast du das am Schirm gehabt? Ja, so grob. Mit so Schiffen, so Piraten-Setting? Ja. Ich war voll begeistert, ich war voll dabei und das ging einfach nicht weiter. Also wirklich Termin, Messe und auf einmal tot. Ja, also ich hoffe, dass es irgendwie am Termin. Ich versuche es gerne nochmal und ansonsten, ich mache einfach weiter. Ich habe noch hier das Spiel und schon wieder Ideen fürs nächste Spiel, wieder hier, ne? Wilde Wolke. Und ich mache das weiter. Spielemesse werde ich wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Ja, ich hoffe. Ja, und ist halt immer eine finanzielle Sache. Ja, gut, stimmt schon. Und, aber ne, wenn man überlegt, die Spielemesse im Gegensatz zu anderen Messen, was war das auf der CCXP, was wollten die haben irgendwie? Das war auch zu teuer, ja. Das, weißt du, so als Anfänger freue ich mich natürlich. Hallo, wir sind von der Messe und du möchtest. Und du so, die haben von mir gehört. Natürlich haben die nur eine Liste wahrscheinlich von der Spiele runtergenommen, telefonieren die ab und dann war das irgendwie teuer, das passte einfach gar nicht. Und es war ja auch keiner da. Ne? Also ich glaube, die ist tot, die Messe. Ich höre auch von der nichts mehr. So, ah, okay. Also war früher mal die RPC, die Roleplay Convention in Köln, super geiles Teil, war für einen moderaten Preis. Auf einmal wollten die so anfangs Vorverkauf 30 Euro, nachher gingen die Karten bis 40 Euro. Was, Eintritt oder was? Ja, Hammer, ne? Für normale Besucher. So. Krass. Wir waren am Donnerstag oder Freitag da, es war tot. Ne? Du hättest wirklich mit einem E-Scooter durch die Hallen fahren können. So. Krass, ey, boah, und dann hätte ich da weit über 1000 Euro blicken müssen. Also da gut, dass ich das nicht gemacht habe. Wer war da? Ja, die von Ultracast, Amigo war da, Square Enix war da, weil die irgendwie so einen Sammelkartenspieler hatten. Ja, aber denen tut das ja auch nicht weh. Ja, ne? Das stimmt. Und Amigo, das war auch noch so ganz beschissen aufgebaut. Du hattest auf der einen Seite waren die Stände auch in so einer Wand. Ich meine, für die Besucher war das cool. Ne? Da war dann so ein Bereich mit so zickzackmäßig so Tische aufgebaut, wo die Stühle dran standen. Da konntest du sehr gut hin und auch dran. Mhm. Ich fand es beim Kosmos stand hier zum Beispiel auf der Spiel, aber ey, du konntest dich gar nicht mehr bewegen. Wenn du einmal drin warst und einer hat sich mit dem Stuhl bewegt, dann saß er fest. So, und da konntest du super durch, aber halt für die Stände war das beschissen, weil die standen auf der anderen Seite, so gesehen vom Gang, an so einer Wand aufgereiht und die mussten dann gucken, wer setzt sich denn jetzt gerade an welches Spiel? Ist das unser Spiel? Ah, okay, dann gehe ich da mal hin. So, das war ein bisschen doof. Ich meine, die Leute waren echt cool so von Amigo, aber man merkt das schon, ne? Amigo war da, weil die einfach überall sind. Ja, und dann war es, glaube ich, auch. Ich glaube, die Raccoon Games hatte noch einen kleinen Stand, um seine neuesten Erweiterungen da mal kurz zu präsentieren, aber auch nicht anspielbar. Und ansonsten war die Messe aber auch, war nichts anderes als die RPC mit lila Teppich. Okay. Also wirklich, das war nichts anderes und dafür war der Preis einfach viel zu teuer. Ja, das hat sich, also da ist preis-leistungsmäßig Essen natürlich. Ja, natürlich. Besser, aber es kostet halt Arsch voll Geld. Ja. Und das war ja auch so eine geile Dumme. Wir saßen bei dir und du sagtest so, ja, ich habe ja das gleiche bezahlt wie letztes Jahr. Letztes Jahr saß ich aber genau am Eingang von der Halle so. Alle sind direkt auf mich zugelaufen. Das war natürlich cool. Heute sitze ich ein bisschen weiter weg. Aber das relativiert das ja wieder, wenn ich überlege, ich habe das gleiche Geld bezahlt wie die hier nebenan. Ich gucke meinen Kameramann Marc an, ich gucke dich an. Da sitzen Leute noch nebenan. Ich dachte, das ist eine Abstell-Ecke oder sowas. Das war richtig eklig. Das ist echt traurig. Also der Gang hinter uns, das war dann echt die Meile der Trauer. Und das tat mir wirklich leid für all die Leute, die da waren. Und du hast natürlich auch gesehen, das waren auch wieder irgendwelche Indie-Leute. Ne? Und ja, wahrscheinlich wie ich auch spät noch dazugekommen. Ja, aber im Prinzip hätte man das nicht mehr vermieten dürfen. So, das war wirklich besser. Ja, es ist natürlich schwierig. Ne? Die Leute, die das machen, haben natürlich auch ein gewisses Gewinninteresse.
Vielleicht war es auch nicht absehbar, dass dieser Gang irgendwie tot wäre, weil sich ja auch immer die Aufstellung von Messe zu Messe so ein bisschen ändert. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass die Organisatoren von dem Ding, die wusste auswendig, wer welcher Stand wo genau hinkommt. Ne? Krass. Angeblich. Also die muss da richtig einen Überblick haben. Ja, also ich weiß es nicht, steckt da nicht drin, die Kunde ja, dafür. Klar. Aber ich will auch niemanden jetzt. Als Kunde lassen. Kann ich nur sagen, so, boah, hey, wäre ich da gewesen, hätte ich meinen Stand am nächsten Tag nicht mehr aufgebaut. Naja, das war wirklich, also ich wusste nicht mehr, dass da ein Stand war. Noch. Ja. Also, wenn du uns nicht gesagt hast, die tun mir leid. Wer? Also beim ersten Mal hatte ich viel Glück, da Übergang Halle 4, Halle 5, das war super. Mhm. Diesmal war ich auch sehr spät da dran. Ich wurde schon zweites Mal angeschrieben, ob ich nicht doch mitmachen möchte. Dann, ich war da zurzeit in Elternzeit, auch nicht viel Kohle dafür. Mhm. Daher kann ich das verstehen, dass ich nicht so einen geilen Stand bekommen habe. Diesmal bemühen wir uns eher darum, um den Stand und dann wird das auch... Wobei die Halle an sich, die ist ja wirklich geil. Die lädt ja auch richtig da, wo ihr wart, zum Gucken an, weil auch ja. Die ganzen Indie-Leute da waren. Ne? Ja, ja, das passte ja schon so. Ne? Weil wenn ich nach Kosmos renne, dann weiß ich genau, was haben die da. Ne? Weil Kosmos und Pegasus, da weiß man, was ja. Die haben. So. Bei euch kann man ja wirklich gucken. Ja, was haben wir gesehen hier? River Horse Games mit diesem Pacific Rim-Spiel. Hm. Ja. So hatte kaum einer auf dem Schirm, dass es da überhaupt ein Kickstarter war. Und mich ärgert das, dass ich den Sonntag nicht noch da sein konnte, weil die wollten mir jetzt geben. Ah. So, aber ich konnte den Sonntag nicht mehr. Ja, und ich bereue es aber auch wirklich ein bisschen, dass ich sie da nicht geholt hatte, weil ich glaube, am Stand hast du 50 Euro mitnehmen können. Da waren ja auch riesen Minis drin, ne? Ja, und bemalt und denke ich immer so, ey Leute, wie habt ihr das produzieren lassen? Na klar, wir haben eine große Marke. So wie VW, wie eben besprochen, ne? Ja, ja, okay. Wahrscheinlich, ich vermute mal. Ja, gut, das war bestimmt auch schon eine lange Zeit, die wir jetzt hier verquatscht haben. Ja, wenn ihr immer noch dran seid, vielen, vielen lieben Dank. Ja, falls. Nein, ich glaube schon. Ich kenne wirklich Leute, die das wirklich komplett von vorn bis hinten konsumieren. Und das sind auch nicht Unbekannte, das sind auch, ich sag mal, Kollegen von dir. Ah, cool. Ja. Die ist hier außer links, außer Drachenklasse, die Kollegin. Drachenklasse? Kollegen. Achso, dein Lehrer bist du. Nee, okay, ich meinte, ja, okay. Nee, ja, nee, war gut. Zum Beispiel, ich bekomme regelmäßig Feedback von Stefan Godot zum Beispiel. Ach. Wo ich nie gedacht hätte, dass der sich hinsetzt und so einen Blödsinn, den ich hier produziere, gucke. Und der hat mir auf einmal gesagt so, ja, pass auf, ungefragt. Und er sagte mir, bei dem Mal-Video, das kannst du so und so besser machen. Ja. Und ich denke so, du guckst das? So, ja, klar, warum nicht? Ja, ich finde das super. Ja, an der Stelle jetzt aber endgültig, würde ich sagen, verabschieden wir uns. ihr habt es hinter euch, wir auch. Ja. Cheers an der Stelle. Kaffee, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss. Epischen Tag noch.